Sag mal, Uli, dieses Symposium in Hamburg morgen, musst du dahin? Du weißt genau, mir fehlen noch 8 Punkte. Ja, es ist nur so, morgen fahre ich doch. Mir will es immer noch nicht in den Kopf. Du siehst aus. Uli, die nächste Patientin wartet. Warte mal. Ich könnte doch meine Kollegin, mit der ich jahrelang gut zusammengearbeitet habe, einladen zum Essen. Heute Abend. Mit Jeanette und Benny? Selbstverständlich. Und Albert? Ah ja. Brauchen wir jetzt schon einen, der auf uns aufpasst? Nein. Das mache ich schon selber. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Rüll hier mal nicht so rum. Ist es schlimm? Können Sie sich bewegen? Ja, ja, kann ich. Da geht schon wieder. Danke, junge Frau. Oh Gott, Ihr Arm, der blutet ja. Ach, ist nicht weiter schlimm. Kommen Sie, ich lade Ihr Fahrrad auf meinen Wagen und dann bringe ich Sie zum Doktor. Herr Merz, nehmen Sie doch noch mal Platz. Dauert ein bisschen. Danke. Den Schlüssel zur Herrentoilette. Wenn ich den haben dürfte, bitte. Ja. Hier. Dankeschön. Tag, Frau Wegner. Das ist wieder ein Wetterchen heute, was? Tag, Herr Merz. Ja, ja, ein Wetterchen. Endlich mal ein Mensch mit guter Laune. Ein falscher Hund ist das. Weißt du, warum er den Schlüssel zur Toilette wollte? Warum wohl? Irrtum. Er kontrolliert, ob genügend Papierhandtücher bereit liegen. Kommt von der Kassenärztlichen Vereinigung. Sachen gibt's auf der Welt. Petersen, was ist denn passiert? Ein kleiner Unfall mit dem Rad. Ich sag schnell dem Doktor Bescheid. Den Schlüssel zur Toilette, bitte. Na, nur Schlüsselausgabe. Vielen Dank nochmal. Geht jetzt schon. Gern geschehen. Grüß Kai. Mach ich. Habe ich richtig gehört? Der Pferdehof ist dir scheißegal. Kannst mir sowas nicht erzählen. Katrin jedenfalls ist durch bei mir. Und warum? Darum. Was hat sie dir dann eigentlich getan? Gar nichts. Und warum zieht Jutta morgen aus? Ja, dafür kann Katrin doch nichts. Liebe kommt und Liebe geht. Bei dir vielleicht. Weißt du, was du bist? Bescheuert! Na, Frau Petersen, Sie machen ja schöne Sachen. So dumm zum Radfahren. Wie heißt es? Ein Doktor ohne Arbeit ist wie ein Schiff ohne Hafen. Ich weiß auch nicht, warum. Plötzlich liege ich flach. Merkwürdig. Das ist mir ja auch noch nie passiert. Was riecht denn hier so? Ach, bestimmt mein Pfefferminzbonbon. Ja. Gut. Jetzt mal ganz vorsichtig, so. Tut das weh? Bisschen. Und so hier? Ja, auch. Gut. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Schwester Jutta bringt Sie gleich zum Röntgen. Herr Merz, bitte. Danke. Ich muss Ihnen Ihre wertvolle Zeit stehlen, Doktor. Das macht nichts. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich hoffe, Sie fühlen sich so, wie Sie aussehen. Sie sehen ja blendend aus. Schlechten Menschen geht es immer gut. Bis auf diese Hautallergie. Andere Leute können nicht genug Sonne abkriegen und ich... Ich verschreibe Ihnen das Übliche. Danke, Dr. Teschler.
Sonst noch was? Gibt's auf der Herrentoilette irgendetwas zu beanstanden? Wie kommen Sie darauf? Ach so, weil ich den Schlüssel. Sie trauen mir doch nicht etwa zu? Ich traue Ihnen gar nicht zu, Herr Merz. Jedenfalls nichts Schlechtes. So. Bis zum nächsten Mal. Es ist mir gestern rein zufällig aufgestoßen. Sie hatten bereits eine Fristverlängerung für Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen. Diese Frist läuft per Ultimo ab. Ab morgen 2 Tage. Hamburg. Ich weiß. Sehr gut. Sie wissen ja, die Auflagen sind streng und eine Streichung des Arzthonorars um 10% wäre vielleicht von Ihnen zu verkraften. Trösten Sie, Herr Merz. Das kann selbst ich nicht verkraften. Dieses sehr wirksame Medikament, welches Sie mir verordnen. Sie haben es nicht zufällig als Ärztemuster? Oh, das tut mir leid. Dann müssten Sie sich schon in einer Apotheke bemühen. Aber ich hoffe, die Kassenärztliche Vereinigung wird mir deshalb den Segen nicht entziehen. Aber nicht doch, Dr. Teschner. Moin, moin. Wiederschau. Die Hufe von Alonso müsstest du noch machen. Und die von Tiberias auch. Und wer führt denn Mary hier zum Strandbaden? Was? Wer führt denn Mary hier zum Strandbaden? Ach, zu dumm, dass Jeanette nicht da ist. Sie ist doch sonst immer da um diese Zeit. Ja. Moment, weißt du? Ich rufe sie an und sage, ich bin mit 2 Pferden am Strand und brauche Hilfe. Ja, und dann? So, komm. Ja, sobald sie dann kommt, hau ich ab. Und dann kannst du mit ihr reden. Aber weißt du, wenn das Mädchen uns nicht helfen will, dann können wir es doch nicht zwingen. Nee. Ist aber vielleicht ganz gut, wenn du mit ihr redest. Ach, weißt du, Gitte. Also in die Privatangelegenheiten fremder Menschen mische ich mich höchst ungern ein. Ja, ja. Aber ist sie nicht für uns ein fremder Mensch? Aber trotzdem. Ich rufe sie an. Zum Glück ist es die Linke. Naja. Und nur verstaucht, aber trotzdem. Es ist Ruhe angesagt. Verlassen Sie sich drauf. Sagen Sie, wie ist das eigentlich passiert mit dem Unfall? Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Frau Petersen, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber könnte es sein, dass Sie nicht ganz nüchtern waren? Nüchtern? Und immer noch nicht nüchtern sind? Quatsch. Quatsch. Können Sie bitte auf, ich rieche sowas. Erzählen Sie mir bitte nichts von Pfefferminzbonbons. Ja, okay, so ein kleiner Korn. Ich hatte zu Mittag richtig gekocht, weil Axel doch gekommen war, der Sohn von meinem Mann aus erster Ehe. Axels Lieblingsgemüse ist ein großes Stück Fleisch und da habe ich auch zugelangt. Hm. Ein Verdauungsschnäppchen? Ja, so ein kleines Schnäppchen. Ah, vielleicht auch 2 oder 3. Darf ich gehen? Ja, natürlich. Einen Moment bitte noch. Ach, Frau Petersen, ich fände es besser, wenn Sie sich nach dem Unfall noch ein bisschen hinlegen. Ah, moin moin, Herr Petersen. Haben Sie gerade kommen sehen? Was ist mit Hella? Die Kleine vom Kfz hat das seit der Fahrt gebracht. Meint sie, wäre gestürzt? Meine Stiefmutter. Ach so, mit dem Sturz, das ist halb so schlimm, aber... Aber? Sagen Sie... Sehen Sie Ihre Stiefmutter öfter? Ich sag Hella zu ihr. Sie ist ja nur 12 Jahre älter als ich. Ha. Ist Ihnen in letzter Zeit was aufgefallen an ihr? Aufgefallen? Ich meine, trinkt sie? Sie trinkt? Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, kippen tut sie schon ganz gerne mal ein, aber besoffen habe ich sie noch nie erlebt. Also, Sie haben sie noch nie in so einem hilflosen Zustand erlebt? Ja, der Tod von meinem Vater, das war ein... Das war ein ziemlicher Schlag für sie. Da kommt sie nicht drüber hinweg. Es sei denn, sie trinkt. Was soll ich denn machen, Herr Doktor? Hm. Warten Sie mal einen Moment, Axel. Ich rede mit ihr. Hm? Klappt doch. Sag ihr,
Ich musste plötzlich weg, okay? Ja. Ey, Gitte! Hilf mir bitte, ich muss zum Hof. Dass die hier ist, hast du nicht gesagt. Wenn du Katrin nicht hilfst, dann rede ich kein Wort mehr mit dir. Das ist nett von dir. Marie kann ja nichts dafür. Tja, dann will ich den jungen Mann nicht länger warten lassen. Na, Frau Petersen, bitte. Einen Moment noch. Axel kommt ganz nach seinem Vater. Und seine Frau, die Marion, da hat er die Richtige gefunden. Na ja, Frau Petersen. Ich weiß, was für ein gutes Gespann Sie waren, Sie und Ihr Mann. Und wie sehr und wie gut sie ihn gepflegt haben, auch als er dann im Rollstuhl saß und sich selber nicht mehr helfen konnte. Und auf einmal war er nicht mehr da und da brach eine Welt in ihnen zusammen. Ich verstehe das sehr gut. So ein wie Rolle, den gibt's nicht zweimal. Sie rackern sich im Haus ab. Sie rackern sich auf dem Grundstück ab, aber sie werden die Erinnerung einfach nicht los. Den Schmerz, weil er nicht mehr neben mir ist. Naja. Und dann gibt es da etwas, das lässt sie den Schmerz vergessen. Zeitweilig jedenfalls. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, doch. Oh, Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe das schwere Essen nicht vertragen. Da habe ich eben einen kleinen Schluck mit auf den Weg genommen. Kleinen Schluck auf dem Weg und einen großen Schluck zu Hause. Hm? Sie wollen mich doch nicht zur Säuferin machen, oder? Oh nein, das will ich nicht. Gegenteil. Sie davon wegbringen. Nur weil ich ab und zu einen Schluck, das kann ich auch lassen. Ganz leicht kann ich das lassen. Oder auch nicht. Das beweise ich Ihnen. Bis morgen früh kein Tropfen. Da komme ich und lasse mir Blut abnehmen. 0,0. Garantiere ich Ihnen. Na prima. Spätestens um 9 muss ich nach Hamburg fahren. Vorher sehen wir uns. Alles klar. Alles klar. Moin, moin. Moin, moin. Einen Kuss habe ich Uli mal gegeben. Hier auf die Stirn. Und er hat mir auch einen gegeben, auf die linke Backe. Das war, als wir wussten, dass Schnauze über dem Berg ist. Aber sonst? Geschlafen haben wir nie miteinander. Weißt du, ich fürchte, die Wahrheit ist, deine Mutter und Uli haben sich einfach auseinandergelebt. Die haben sich nichts mehr zu sagen. Routine. Bloße Routine. Meine Ehe ist damals geschieden worden, weil mein Mann sich was Jüngeres angelacht hat. Nur im Unterschied zu Ihnen hat er es mir jahrelang verschwiegen. Aber die beiden, die kehren nichts unter den Teppich, weißt du? Und das fand ich richtig gut. Vielleicht hätten wir uns beide nie begegnen sollen. Dann hätte Uli eben mit einer anderen Frau gequatscht. Da bist du ja. Na, sag mal. Ist schlimm? Ach, nicht der Rede wert. Er fragt, ob du gelegentlich trinkst. Unsinn alles. Du weißt, ich will dir nicht gegen die Karre fahren, aber wenn du ehrlich bist. Morgen früh nimmt er mir Blut ab und findet 0, nichts an Alkohol. Würde mich echt freuen. Und Marion auch. Ist doch einfach lachhaft. Ich und eine Säuferin. Weißt du, was ich mache? Ich schließe den ganzen Alk bei dir zu Hause weg. Ja, mach das. Das mache ich. Ja. Heute Abend wird's echt schlimm. Wir gehen zusammen essen. Feierliches Essen. Und alle sitzen da mit so einem Gesicht. Furchtbar. Sag ihnen einfach, dass sie die liebsten und besten Menschen für dich sind auf der Welt. Uli und Jutta. Und dass sie das auch bleiben werden. Ich wette, dann sind ihre Gesichter bald nicht mehr so traurig. Wenn Sie zu dem jungen Doktor wollen, Frau Sellmann, dann müssen Sie sich schon nach Afrika bemühen. Nein. Ist denn noch Sprechstunde? Nee. Kehr aus, Frau Sellmann.
Wenn ich die Post wegbringe, ist immer Kehr aus. Ist das nicht alles furchtbar? Was, dass ich die Post wegbringe? Oder dass die Sprechstunde mal ein Ende hat? Der junge Doktor geht nach Afrika und Schwester Jutta zieht die ganz weg. Schwester Jutta arbeitet demnächst in Schleswig und zieht vorerst auch dahin. Vorerst. Frau Sellmann, jetzt mal ehrlich, sind Sie krank oder treibt Sie nur die Neugierde? Mein Blutdruck, das sind Alarmzeichen. Ja, gut. Dann kommen Sie mal mit, Frau Sellmann. Wiedersehen. Wiedersehen. Wird sich der Doktor ja freuen. Ein guter Doktor freut sich immer. Bis nächste Woche. Moin, moin. Können wir jetzt endlich los? Ich beeile mich. Der Blutdruck von Frau Sellmann sendet Alarmzeichen, sagt Frau Sellmann. Bitte. Bitte, Frau Sellmann. Ist das nicht alles furchtbar? Unsere Schwester Jutta, die wir alle so sehr ins Herz geschlossen haben. Weg! Einfach weg! Aber nicht aus der Welt. Bitte, Frau Sellmann. Aber Dickelson ist meine Welt. Frau Sellmann, noch eine Minute. Mein Blutdruck ist höher als der Ihrige. Bitte, Jutta und ich, wir haben noch eine Verabredung. Eine Verabredung? Das ist geheim. Frau Sellmann, streng geheim. Ein Aperitifchen vorher? Warten wir doch noch ein bisschen. Unsere Tochter müsste jeden Moment hier sein. Aber nicht so lange, ich will Nudeln. Kriegst du so und so viel, wie du willst, Chris, Nudeln. Jeanette rief an, sie will sie noch umziehen. Ja, wahrscheinlich legt sie Trauerkleidung an. Okay, sie melden sich, wenn es soweit ist. Trauerkleidung. Albert, in dem Zusammenhang, wenn Jutta morgen auszieht, also Jeanette wird Rotz und Wasser heulen, sie kann es nicht begreifen, ich selber kann es ja kaum begreifen. Ja, also soll ich mit ihr reden, ne? Ja. Zwischen Hauptgang und Dessert, oder wie? Sie weiß ja im Grunde genommen alles, Albert, aber das Problem ist, sie will es nicht wahrhaben. Und du, ich meine, du findest doch die richtigen Worte. Wenn nicht du, wer sonst? Freut mich. Drei Tage, sie werden wiederkommen, ganz bestimmt. Sie hat seherische Gaben. Ja. Aber manchmal verfluche ich sie, wenn ich das schreckliche Ende von etwas sehe, das noch nicht begonnen hat. Hast du dich aufgebrezelt? Geht so. Ein Aperitifchen vorweg? Nudeln. Gleich geht's los, wirklich. Könnten wir vorher ein paar Takte reden? Du und ich, ja? Ich wollte nur schnell was sagen. Dass ihr euch nicht mehr lieb habt, finde ich beschissen. Echt. Und trotzdem seid ihr die liebsten Menschen für mich. Und es bleibt auch so. Schon gut, Mama. Deine Schwester. Da kannst du stolz drauf sein. Ich nehme eine große Apfelschorle. Ja, und wie ein Glas Champagner. Du wolltest mit mir reden? Nein, nein, ist nicht mehr nötig. Thank you.
Schnäpschen zur Verdauung? Ja, gerne. Für mich darum, Bierchen. Und die Karte mit den Desserts. Alles klar. Aperitifchen und Schnäpschen und Bierchen. Das ist schlimm, wenn Alkohol so verniedlich wird, nicht? Und viel schlimmer, Albert, was die Leute so alles in sich reinschütten. Oh, das kann, ja, oh, so ein Bierchen. Ja. Der Frau Petersen geht's jetzt bestimmt ziemlich schlecht. Oder auch nicht. Wie meinst du das? Ja, weil sie die nötige Portion Intus hat. Gehe ich leider jede Wette ein. Entschuldige mich mal. Petersen hier? Ja, moin, Frau Petersen. Hier Dr. Teschner. Ich wollte bloß mal hören, wie es Ihnen so geht. Mir? Könnte gar nicht besser gehen. Ja, dann bis morgen früh, Frau Petersen. Ne? Bis morgen früh denn, Doktor. Sagt, es könne ihr nicht besser gehen. Naja, dann weißt du ja, was los ist. Entschuldigt, ich muss zu einer Patientin. Schon klar. Tschüss. Frau Petersen! Frau Petersen! Hallo! Ja, Auskunft, ja? Hier Dr. Teschner. Ich brauche mal die Nummer von Fleischermeister Petersen in Schleswig. Hella! Hey, Hella! Ah, lass mich in Ruhe. Mir ist schlecht. Doktor? Ist was mit mir? Weil Sie jetzt hier sind? Sie haben wieder Alkohol getrunken. Und Sie werden weiter trinken. Immer trinken, trinken, trinken. Ich habe ja nur einen ganz kleinen Schluck. Frau Petersen, wollen wir einen Entzug machen? Abhängigkeit ist nicht gut. Ich rufe morgen früh den Krankenwagen an. Ich kann Sie auch fahren. Können Sie nach D bleiben? Ja, selbstverständlich. Ich schlafe im Wohnzimmer auf der Couch. Die Nachbarin und... überhaupt alle, die reden schon. Sie sind krank, Frau Petersen. Einfach krank. Dagegen kann man keine Pillen verschreiben, keine Salbe. Sie müssen es wollen. Selber wollen. Wollen wir den Entzug? Heißt das, ich darf Sie in die Klinik einweisen? Frau Petersen, Ihr Mann wäre jetzt unheimlich stolz auf Sie. Mein Mann gibt's nicht mehr. Hallo. Aber sie gibt es. Sie. Hella Petersen. Schon gut, ich mach das. Na? Frau Petersen hat doch wieder getrunken, hm? Aber sie ist mit einem Entzug einverstanden. Ich rufe dann gleich mal in der Klinik an. Das hast du toll gemacht, Uli. Pennys Lieblingsjacke, die war jetzt erst trocken. So, fertig. Hm.
Fertig. Wir waren uns einig, ja? Ja. Daran wird sich hoffentlich nichts ändern. Du wolltest in der Klinik anrufen, Uli. Der Wagen. Wirklich. Schnäppchenkauf. Liebe auf den ersten Blick. Dein Schnuppel. Danke. Ich hab geschworen, ich heul kein Stück. Machst du ja auch gar nicht. Mein Groß. Albert, du bist und bleibst der beste Freund. Der Herr segne dich. Ehe das alles zu traurig wird. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Abfahren! Tschüss, mein Kleiner. Ich hab dich immer lieb. Ich dich auch, Papi. Auf geht's, Punkte sammeln. Ja, Praxis Dr. Teschner. Haben Sie schon mit der Polizei gesprochen? Gut, ich komme sofort. Ja, du musst jetzt nach Hamburg. Eine Patientin von mir, sie ist schwer alkoholabhängig. Sie soll in die Klinik, will aber nicht. Ihr Sohn hat einen Zettel gefunden, dass sie so nicht mehr leben möchte. Wenn du in der gegebenen Zeit deine Punkte nicht schaffst, die brat dir eine Strafe drüber, das kann sehr teuer werden. Albert, würdest du jetzt an meiner Stelle nach Hamburg fahren? Nee, im Daimler würde ich das. Was ist? Hier, das lag auf dem Küchentisch. Ich habe Angst. Ich schaffe es nicht. Tschüss, Axel. Sie muss durchs Fenster sein, sonst hätte ich ja was gemerkt. Wir müssen die Polizei verständigen. Hat sie einen Ort, wo sie sich gerne aufgehalten hat? Einen Lieblingsplatz? Ja, so genau. Obwohl, der Strand am Leuchtturm, da ist sie gerne. Das ist schon was. Also, kommen Sie, wir fahren hin. Hier hat sie gerne gesessen mit meinem Vater. Auch nach seinem Tod war sie oft hier. Allein. Hat aufs Meer gestarrt, nachgedacht. Worüber kann man sich denken? Waren Sie mal mit ihr da oben? Nein. Waren Sie mal alleine da? Nicht, dass ich wüsste. Was soll sie da oben? Was soll sie da? Die schöne Aussicht genießen. Die schöne Aussicht genießen. Nichts. War Quatsch, hier hochzuklettern. Wir müssen woanders nachsehen. Ich höre. Was meinen Sie, wo sollen wir suchen? Ich weiß nicht, wenn sie wenigstens eine Kneipe gehabt hätte, wo Axel, sie immer... bitte hören Sie auf. Außerhalb von Kneipenwänden wird viel mehr gesoffen. Man kommt auf ganz dumme Gedanken, wenn man da runter sieht. Na, alles überstanden. Ich gehe mit Marie an den Strand. Lass sie mal tüchtig Strand warten. Richtig geheult habe ich nicht. Bloß ein bisschen. Kalle? Ja? Hast du Frau Pedersen gesehen? Ja, aber das ist Stunden her. Und? Erzähl mal. Ja, das war ja noch, bevor ich rausgefahren bin. Die war stinkesauer, weil der Kiosk nicht offen hatte. Ja, und wo ist er hin? Was weiß ich? Die hat mir meine letzte Flasche Korn aus dem Kreuz geleiert. Das war meine eiserne Reserve. Und nun ist sie weg. Kalle, wo ist sie weg?
Na, mit ihrem Boot ist er weg. Was ist denn mit ihr? Na, weg ist er. Ich ruf den Doktor an. Mutter eine routinierte Bootsführerin? Heller, kein Stück. Was meinen Sie eigentlich mit wahr? Entschuldigung. Bin so rausgerutscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie weit rausgefahren ist. Was unangenehm ist, wollte sie meist schnell hinter sich bringen. Sie sagten eben, wollte. Nichts. Keine Spur von ihr. Doch da vorne. Das ist ihr Boot. Ich war wohl eingeschlafen. Naja, Kalle Obdins Lieblingsmarke. Ich schaff das nicht mal, mich umzufrängen. Ich wollte mir Mut antränken und dann... Und dann ab über Bord. Lasst uns mal einen Moment allein. Das würde Ihrem Mann aber gar nicht gefallen. Und Axel auch nicht. Und für den Doktor wäre es eine ziemliche Blamage. Blamage? Ja, weil er es nicht geschafft hat, sie von einer Erziehungskur zu überzeugen. Aber ich schaff das noch. Axel, raus mit der Neuigkeit. Marion ist im dritten Monat. Was? Echt? Da wird eine kräftige und gesunde Oma gebraucht. Unbedingt. Ich mach die Erziehung und... Ich schaff das auch. Unbedingt. Erster Tag ohne Schwester Jutta. Mir ist auch ganz komisch. Moin, moin, Lida. Moin, moin, moin. Na, Schwester Gertrud, Sie sind ja jetzt hier sozusagen die Chefin. Also, alles Gute. Ich werde mir alle Mühe geben. Ach so. Im Laufe des Vormittags, da kommt ein junger Mann vorbei. Junger Mann ist immer gut, stimmt's? Ich hab ja meinen. Er heißt Brenner und ist Physiotherapeut. Und nun braucht er einen richtigen Doktor. Nein, Räume zum Praktizieren. Davon haben wir genug. Hm? Weißt du, wie spät es ist? Keine Angst, ich verpasse die Schule nicht. Kommt Uli schon am Nachmittag zurück? Uli, der war gar nicht weg. Der wollte doch nach Hamburg. Das heißt, der musste doch nach Hamburg. Kam irgendwas dazwischen, eine Patientin. Ist was? Ich weiß, wie hart die Bürokratie zuschlagen kann. Dann schlägt er eben zurück und ich helfe ihm dabei. Feierabend für heute, ne? Ja, Frau Petschneider. Für Schwester Gertrud und für mich. Der Doktor hat wohl nie Feierabend, was? Sie ist Hamburg. Moin, moin.
32 Patienten. Na, vielleicht werden wir uns bald nach der Arbeit sehen. Was redest du denn da? Kai hat sich übers Internet kundig gemacht. Wenn ein Facharzt nicht diese vorgeschriebene Qualifizierung mitmacht oder wenn er die Frist nicht einhält, dann kriegt er gleich von der Kasse weniger Geld, ungefähr 10%. Mädchen, mach mir keine Angst. Das heißt, der Arzt muss kräftig sparen. Und woran kann er zuallererst sparen? Am Personal. Feind in sich. Meine Damen. Die Sprechstunde ist aber vorbei. Jedenfalls für heute. Das ist dem Amte wohl bekannt. Nur ein kleines Gespräch mit dem Doktor. Nichts Medizinisches. Nikolas Brenner, Herr Dr. Teschner hat gesagt, ich kann mir hier Praxisräume ansehen. Sind Sie der Physiotherapeut? Der bin ich. Ach, mein Gott, Herr Merz. Nein. Ich habe Sie schon erwartet. Wenn Sie ein paar Sekunden erübrigen würden, es wäre dringlich. Herr Brenner ist auch erschienen. Danke, Herr Dr. Teschner. Moin, moin, Herr Brenner. Schwester Gertrud, wenn Sie so freundlich wären, Herrn Brenner mal die Praxisräume zu zeigen. Dankeschön. Dann kommen Sie mal bitte mit, ich zeige Ihnen mein früheres Reich. Wir telefonieren dann miteinander, Herr Brenner. Gerne. Schwester Ramona, schönen Feierabend. Ich möchte noch mal über einen dringenden Punkt mit Ihnen reden. Ich möchte Ihnen gerne mal was zeigen. Kommen ja, Sie mal. Aber bitte. Bitte. Was denn? Na, kommen Sie. Sie haben sich erkundigt, ob ich wirklich in Hamburg war. Was heißt erkundigt? Es ist mein legitimes Recht als Ressortleiter. Ich habe eine Patientin vom Absturz bewahrt. Diese Chance habe ich natürlich genutzt. Wir als kassenärztliche Vereinigung, wir müssen die Fortbildung der Ärzte absichern. Das gehört zu unserem Aufgabenbereich. Bitte. Steigen Sie ein. Bitte. Ich zeige Ihnen was. Was mir bei Ihrer kassenärztlichen Vereinigung wahrscheinlich keine Punkte bringt, aber bei den Leuten vor Ort, wenn der Entzug Erfolg hat. Was soll ich denn machen? Sie dürfen mich zu einer Patientin begleiten. Das passiert nicht oft. Fühlen Sie sich geehrt. Ja, das ist der Empfang. Aber das sehen Sie an. Ja. Jetzt kommen wir ins Behandlungszimmer. Hier wäre dann eventuell noch Platz für eine zweite Behandlungsliege. Nur für ein paar Geräte, wenigstens die kleineren. Was denn für Geräte? Na, für die Therapie der Patienten. Also, mein Mann hat dazu noch nie ein Gerät gebraucht, immer nur seine Hände. Ach, Ihr Mann ist auch Physiotherapeut, hier in Dekelsen? Nicht direkt Physiotherapeut, er ist Spezialist für chinesische Druckmassage. Aha. Ja, aber keine Angst, junger Mann, für einen guten Physiotherapeuten wäre in Dekelsen immer noch ein gutes Auskommen. Na, das freut mich sehr. Tja, und hier stand die Behandlungsliege. Stand, richtig. Und? Ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Platz wäre nicht schlecht. Also hören Sie, wenn der Platz für eine Arztpraxis gereicht hat. Wo geht's denn dahin? Ja, zeige ich Ihnen auch noch. Fassen Sie mal bitte mit an. Klar. Dankeschön. Wunderbar. Tja, in dieses Zimmer kam immer nur rein, was nicht gebraucht wurde. Das wird sich ändern. Gefällt mir sehr gut. So ein separat gelegenes kleines Reich. Apropos separat, wo kommen Sie eigentlich her? Hamburg. Für einen jungen Menschen aus Hamburg liegt Dekelsen sehr separat. Haben Sie Angst, ich mache Ihrem Mann Konkurrenz? Für meinen Hinachsen gibt's keine Konkurrenz. Wie schön für ihn. Sind Sie fertig mit der Besichtigung? Ich habe nämlich Feierabend. Ja, danke. Ich melde mich dann bei Ihrem Chef.
Wissen Sie, Herr Merz, die letzten Schritte gehe ich immer ganz gerne zu Fuß. Man nähert sich dem Elend nicht ganz so schnell. Eine alkoholkranke Frau. Was soll ich da? Frau Petersen geht's bestimmt schlecht. Allen Patienten hier geht's schlecht. So ein Entzug tut verdammt weh. Was aber hat das mit uns zu tun? Ich wollte mit Ihnen lediglich die Schritte besprechen, damit wir die Maßnahmen, die Sie treffen werden, halbwegs abfedern können. Der Magen der Entzugspatienten rebelliert, besonders in den ersten 2 Tagen. Zittern, Schweißausbrüche. Sie wissen vielleicht, dass ich selbst einmal Medizin studiert habe. Ach ja? Es stellt jetzt sich heraus, ich kann Menschen nicht leiden sehen. Ich leide dann selber ganz fürchterlich. Also, Sie müssen mir die kranke Frau Petersen nicht vorführen. Wissen Sie, ich will Ihnen Frau Petersen nicht vorführen. Ich habe nur die Hoffnung, dass sie stark genug ist, Ihnen zu zeigen, wie wichtig es für Sie ist, dass sie wegkommt von diesem verfluchten Alkohol. Es kann ja auch sein, dass sie mich beschimpft. Vielleicht klammert sie sich auch an Sie, damit Sie sie rausholen, weg von diesem verfluchten Entzug. Schon gut, Herr Dr. Teschner. Ich muss das nicht sehen. Ich versichere Ihnen, ich werde alles in meinen Kräften Stehende versuchen. Eine Fristverlängerung von 3 Monaten, wäre Ihnen das ausreichend? Auf alle Fälle. Oh, Sie haben ja wirklich ganz feuchte Hände. Ich faxe Ihnen eine Aufstellung der für Sie in Frage kommenden Symposien. Herr Merz. Danke. Bitte. Ja, Auskunft, ja? Hier Dr. Teschner. Ich brauche mal die Nummer von Fleischermeister Petersen in Schleswig. Ella? Ella? Hey, Ella. Ja, lass mich in Ruhe. Mir ist schlecht. Doktor? Ist was mit mir? Weil Sie jetzt hier sind? Sie haben wieder Alkohol getrunken. Und Sie werden weiter trinken. Immer trinken, trinken, trinken. Ich habe ja nur einen ganz kleinen Schluck. Frau Petersen, wollen wir einen Entzug machen? Abhängigkeit ist nicht gut. Ich rufe morgen früh den Krankenwagen ein. Ich kann Sie auch fahren. Gesund nach dir bleiben? Ja, selbstverständlich. Ich schlafe im Wohnzimmer auf der Couch. Die Nachbarin und überhaupt alle, die reden schon. Sie sind krank, Frau Petersen. Einfach krank. Dagegen kann man keine Pillen verschreiben, keine Salbe. Sie müssen es wollen. Selber wollen. Wollen wir den Entzug? Heißt das, ich darf Sie in die Klinik einweisen? Frau Petersen, Ihr Mann wäre jetzt unheimlich stolz auf Sie. Mein Mann gibt's nicht mehr. Hallo. Aber Sie gibt es. Sie. Ella Petersen. Schon gut, ich mach das. Petersen hat doch wieder getrunken, hm? Ja, aber sie ist mit einem Entzug einverstanden. Ich rufe dann gleich mal in der Klinik an. Das hast du toll gemacht, Uli. Pennys Lieblingsjacke, die war jetzt erst trocken. So, fertig.
Fertig. Wir waren uns einig, ja? Ja. Daran wird sich hoffentlich nichts ändern. Du wolltest in der Klinik anrufen, Uli. Der Wagen. Wirklich. Schnäppchenkauf. Liebe auf den ersten Blick. Dein Schnuppel. Danke. Ich hab geschworen, ich heul kein Stück. Machst du ja auch gar nicht. Mein Groß. Albert, du bist und bleibst der beste Freund. Der Herr segne dich. Ehe das alles zu traurig wird. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Abfahren! Tschüss, mein Kleiner. Ich hab dich immer lieb. Ich dich auch, Papi. Auf geht's, Punkte sammeln. Ja, Praxis Dr. Teschner. Haben Sie schon mit der Polizei gesprochen? Gut, ich komme sofort. Ja, du musst jetzt nach Hamburg. Eine Patientin von mir, sie ist schwer alkoholabhängig. Sie soll in eine Klinik, will aber nicht. Ihr Sohn hat einen Zettel gefunden, dass sie so nicht mehr leben möchte. Wenn du in der gegebenen Zeit deine Punkte nicht schaffst, die brat dir eine Strafe drüber, das kann sehr teuer werden. Albert, würdest du jetzt an meiner Stelle nach Hamburg fahren? Nee, im Daimler würde ich das. Was ist? Hier, das lag auf dem Küchentisch. Ich habe Angst. Ich schaffe es nicht. Tschüss, Axel. Sie muss durchs Fenster sein, sonst hätte ich ja was gemerkt. Wir müssen die Polizei verstecken. Hat sie einen Ort, wo sie sich gerne aufgehalten hat? Einen Lieblingsplatz? Ja, so genau. Wohl, der Strand am Leuchtturm, da ist sie gerne. Das ist schon was. Also, kommen Sie, wir fahren hin. Hier hat sie gerne gesessen mit meinem Vater. Auch nach seinem Tod war sie oft hier. Allein. Hat aufs Meer gestarrt, nachgedacht. Worüber kann man sich denken? Waren Sie mal mit ihr da oben? Nein. Warst du mal alleine da? Nicht, dass ich wüsste. Was soll sie da oben? Was soll sie da? Die schöne Aussicht genießen. Die schöne Aussicht genießen. Nichts. War Quatsch, hier hochzuklettern. Wir müssen woanders nachsehen. Ich höre. Was meinen Sie, wo sollen wir suchen? Ich weiß nicht, wenn sie wenigstens eine Kneipe gehabt hätte, wo Axel, sie immer... bitte hören Sie auf. Außerhalb von Kneipenwänden wird viel mehr gesoffen. Man kommt auf ganz dumme Gedanken, wenn man da runter sieht. Na, alles überstanden. Ich gehe mit Marie an den Strand. Lass sie mal tüchtig Strand warten. Richtig geheult habe ich nicht. Bloß ein bisschen. Kalle? Ja? Hast du Frau Pedersen gesehen? Ja, aber das ist Stunden her. Und? Erzähl mal. Ja, das war ja noch bevor ich rausgefahren bin. Die war stinkesauer, weil der Kiosk nicht offen hatte. Ja, und wo ist er hin? Was weiß ich? Inzwischen mische ich mich höchst ungern ein. Ja, ja. Aber ist sie nicht für uns ein fremder Mensch? Aber trotzdem.
Ich rufe sie an. Zum Glück ist es die Linke. Ah ja. Und nur verstaucht, aber trotzdem. Es ist Ruhe angesagt. Verlassen Sie sich drauf. Sagen Sie, wie ist das eigentlich passiert mit dem Unfall? Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Frau Petersen, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber könnte es sein, dass Sie nicht ganz nüchtern waren? Nüchtern? Und immer noch nicht nüchtern sind? Quatsch. Quatsch. Hören Sie bitte auf, ich rieche sowas. Erzählen Sie mir bitte nichts von Pfefferminzbonbons. Naja, okay, so ein kleiner Korn. Ich hatte zu Mittag richtig gekocht, weil Axel doch gekommen war, der Sohn von meinem Mann aus erster Ehe. Axels Lieblingsgemüse ist ein großes Stück Fleisch und da habe ich auch zugelangt. Ein Verdauungsschnips. Ja, so ein kleines Schnäppchen. Ah, vielleicht auch zwei. Oder drei. Darf ich gehen? Ja, natürlich. Einen Moment bitte noch. Ach, Frau Petersen, ich fände es besser, wenn Sie sich nach dem Unfall noch ein bisschen hinlegen. Ah, moin moin, Herr Petersen. Haben Sie gerade kommen sehen. Was ist mit Hella? Die Kleine vom Kfz-Service hat ihr Fahrt gebracht. Meint sie, wäre gestürzt? Meine Stiefmutter. Ach so, mit dem Sturz, das ist halb so schlimm, aber... Aber? Sagen Sie, sehen Sie Ihre Stiefmutter öfter? Ich sag Hella zu ihr, sie ist ja nur 12 Jahre älter als ich. Ha. Ist Ihnen in letzter Zeit was aufgefallen an ihr? Aufgefallen? Ich meine, trinkt sie? Sie trinkt? Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, kippen tut sie schon ganz gerne mal ein, aber besoffen habe ich sie noch nie erlebt. Also, Sie haben sie noch nie in so einem hilflosen Zustand erlebt? Ja, der Tod von meinem Vater, das war ein ziemlicher Schlag für sie. Da kommt sie nicht drüber hinweg. Es sei denn, sie trinkt. Was soll ich denn machen, Herr Doktor? Warten Sie mal einen Moment, Axel. Ich rede mit ihr. Hm? Na ja, klappt doch. Sag ihr, ich musste plötzlich weg, okay? Ja. Ey, Gitte! Hilf mir bitte, ich muss zum Hof. Dass die hier ist, hast du nicht gesagt. Wenn du Katrin nicht hilfst, dann rede ich kein Wort mehr mit dir. Das ist nett von dir. Marie kann ja nichts dafür. Tja, dann will ich den jungen Mann nicht länger warten lassen. Na, Frau Petersen, bitte. Einen Moment noch. Axel kommt ganz nach seinem Vater. Und seine Frau, die Marion, da hat er die Richtige gefunden. Na ja, Frau Petersen. Ich weiß, was für ein gutes Gespann Sie waren, Sie und Ihr Mann. Und wie sehr und wie gut sie ihn gepflegt haben, auch als er dann im Rollstuhl saß und sich selber nicht mehr helfen konnte. Und auf einmal war er nicht mehr da und da brach eine Welt in ihm zusammen. Ich verstehe das sehr gut. So ein wie Rolle, den gibt's nicht zweimal. Sie rackern sich im Haus ab. Sie rackern sich auf dem Grundstück ab, aber sie werden die Erinnerung einfach nicht los. Den Schmerz, weil er nicht mehr neben mir ist. Naja. Und dann gibt es da etwas, das lässt sie den Schmerz vergessen. Zeitweilig jedenfalls. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Doktor. Oh, Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe das schwere Essen nicht vertragen. Da habe ich eben einen kleinen Schluck mit auf den Weg genommen. Kleinen Schluck auf dem Weg und einen großen Schluck zu Hause. Sie wollen mich doch nicht zur Säuferin machen, oder? Oh nein, das will ich nicht. Gegenteil. Ich möchte sie davon wegbringen.
Nur weil ich ab und zu einen Schluck, das kann ich auch lassen. Ganz leicht kann ich das lassen. Oder auch nicht. Das beweise ich Ihnen. Bis morgen früh kein Tropfen. Da komme ich und lasse mir Blut abnehmen. 0,0. Garantiere ich Ihnen. Na prima. Spätestens um 9 muss ich nach Hamburg fahren. Vorher sehen wir uns. Alles klar. Alles klar. Moin, moin. Moin, moin. Einen Kuss habe ich Uli mal gegeben. Hier auf die Stirn. Und er hat mir auch einen gegeben, auf die linke Backe. Das war, als wir wussten, dass Schnauze über dem Berg ist. Aber sonst? Geschlafen haben wir nie miteinander. Weißt du, ich fürchte, die Wahrheit ist, deine Mutter und Uli haben sich einfach auseinandergelebt. Die haben sich nichts mehr zu sagen. Routine. Bloße Routine. Meine Ehe ist damals geschieden worden, weil mein Mann sich was Jüngeres angelacht hat. Nur im Unterschied zu Ihnen hat er es mir jahrelang verschwiegen. Aber die beiden, die kehren nichts unter den Teppich, weißt du? Und das fand ich richtig gut. Vielleicht hätten wir uns beide nie begegnen sollen. Dann hätte Uli eben mit einer anderen Frau gequatscht. Da bist du ja. Na, sag mal. Ist schlimm? Ach, nicht der Rede wert. Er fragt, ob du gelegentlich trinkst. Unsinn alles. Du weißt, ich will dir nicht gegen die Karre fahren, aber wenn du ehrlich bist. Morgen früh nimmt er mir Blut ab und findet 0, nichts an Alkohol. Würde mich echt freuen. Und Marion auch. Ist doch einfach lachhaft. Ich und eine Säuferin. Weißt du, was ich mache? Ich schließe den ganzen Alk bei dir zu Hause weg. Ja, mach das. Das mache ich. Ja. Heute Abend wird's echt schlimm. Wir gehen zusammen essen. Feierliches Essen. Und alle sitzen da mit so einem Gesicht. Furchtbar. Sag ihnen einfach, dass sie die... Ich? Die hat mir meine letzte Flasche Korn aus dem Kreuz geleiert. Das war meine eiserne Reserve. Und nun ist sie weg. Kalle, wo ist sie weg? Na, mit ihrem Boot ist sie weg. Was ist denn mit ihr? Na, weg ist sie. Ich ruf den Doktor an. Mutter eine routinierte Bootsführerin? Ella, kein Stück. Was meinst du eigentlich mit wahr? Entschuldigung. Bin so rausgerutscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie weit rausgefahren ist. Was unangenehm ist, wollte sie meist schnell hinter sich bringen. Sie sagten eben, wollte. Nichts. Keine Spur von ihr. Doch da vorne. Das ist ihr Boot. Ich war wohl eingeschlafen. Naja, Kalle ob ins Lieblingsmarke. Ich schaff das nicht mal, mich umzufrängen.
Ich wollte mir Mut antrinken und dann... Und dann ab über Bord. Lasst uns mal einen Moment allein. Das würde Ihrem Mann aber gar nicht gefallen. Und Axel auch nicht. Und für den Doktor wäre es eine ziemliche Blamage. Blamage? Ja, weil er es nicht geschafft hat, Sie von einer Erziehungskur zu überzeugen. Aber ich schaffe das noch. Axel, raus mit der Neuigkeit. Marion ist im dritten Monat. Was? Echt? Da wird eine kräftige und gesunde Oma gebraucht. Unbedingt. Ich mache die Erziehung und ich schaffe das auch. Unbedingt. Erster Tag ohne Schwester Jutta. Mir ist auch ganz komisch. Moin, moin, Dieter. Moin, moin, moin. Na, Schwester Gertrud, Sie sind ja jetzt hier sozusagen die Chefin. Also, alles Gute. Ich werde mir alle Mühe geben. Ach so, im Laufe des Vormittags, da kommt ein junger Mann vorbei. Junger Mann ist immer gut, stimmt's? Ich hab ja meinen. Er heißt Brenner und ist Physiotherapeut. Und nun braucht er einen richtigen Doktor. Nein, Räume zum Praktizieren. Davon haben wir ja genug. Hm? Weißt du, wie spät es ist? Keine Angst. Ich verpasse Schule nicht. Kommt Uli schon am Nachmittag zurück? Uli, der war gar nicht weg. Der wollte doch nach Hamburg. Das heißt, der musste doch nach Hamburg. Kam irgendwas dazwischen? Eine Patientin? Ist was? Ich weiß, wie hart die Bürokratie zuschlagen kann. Dann schlägt er eben zurück und ich helfe ihm dabei. Endlich Feierabend für heute, ne? Ja, Frau Petschneider. Für Schwester Gertrud und für mich. Der Doktor hat wohl nie Feierabend, was? Tschüss, Hamburg. Moin, moin. 32 Patienten. Na, vielleicht werden wir uns bald nach der Arbeit sehen. Was redest du denn da? Kai hat sich übers Internet kundig gemacht. Wenn ein Facharzt nicht diese vorgeschriebene Qualifizierung mitmacht, oder wenn er die Frist nicht einhält, dann kriegt er gleich von der Kasse weniger Geld, ungefähr 10%. Mädchen, mach mir keine Angst. Das heißt, der Arzt muss kräftig sparen. Und woran kann er zuallererst sparen? Am Personal. Feinden Sie. Moin, moin, die Damen. Die Sprechstunde ist aber vorbei. Jedenfalls für heute. Das ist dem Amte wohl bekannt. Nur ein kleines Gespräch mit dem Doktor. Nichts Medizinisches. Nikolaus Brenner, Herr Dr. Teschner hat gesagt, ich kann mir hier Praxisräume ansehen. Sind Sie der Physiotherapeut? Der bin ich. Ach, moin, moin, Herr Merz. Moin. Ich habe Sie schon erwartet. Wenn Sie ein paar Sekunden erübrigen würden, es wäre dringlich. Herr Brenner ist auch erschienen. Danke, Herr Dr. Teschner. Moin, moin, Herr Brenner. Schwester Gertrud, wenn Sie so freundlich wären, Herrn Brenner mal die Praxisräume zu zeigen. Dankeschön. Dann kommen Sie mal bitte mit, ich zeige Ihnen mein früheres Reich. Wir telefonieren dann miteinander, Herr Brenner. Gerne. Schwester Ramona, schönen Feierabend. Ich möchte noch mal über einen dringenden Punkt mit Ihnen reden. Ich möchte Ihnen gerne was zeigen. Kommen ja, Sie mal. Aber bitte. Bitte. Was denn? Na, kommen Sie. Sie haben sich erkundigt, ob ich wirklich in Hamburg war. Was heißt erkundigt? Es ist mein legitimes Recht als Ressortleiter. Ich habe eine Patientin vom Absturz bewahrt. Diese Chance habe ich natürlich genutzt. Wir als kassenärztliche Vereinigung, wir müssen die Fortbildung der Ärzte absichern. Das gehört zu unserem Aufgabenbereich. Bitte.
Zeigen Sie also. Bitte. Ich zeige Ihnen was, was mir bei Ihrer kassenärztlichen Vereinigung wahrscheinlich keine Punkte bringt, aber... Sag mal, Uli, dieses Symposium in Hamburg morgen, musst du da hin? Du weißt genau, mir fehlen noch 8 Punkte. Ja, es ist nur so, morgen fahre ich doch. Mir will es immer noch nicht in den Kopf. Du siehst aus. Uli, die nächste Patientin wartet. Warte mal. Ich könnte doch meine Kollegin, mit der ich jahrelang gut zusammengearbeitet habe, einladen zum Essen. Heute Abend. Mit Jeanette und Benny? Selbstverständlich. Und Albert? Ah ja. Brauchen wir jetzt schon einen, der auf uns aufpasst? Nein. Das mache ich schon selber. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Rühr dir mal nicht so rum. Ist es schlimm? Können Sie sich bewegen? Ja, ja, kann ich. Da geht schon wieder. Danke, junge Frau. Oh Gott, Ihr Arm, der blutet ja. Ach, ist nicht weiter schlimm. Kommen Sie, ich lade Ihr Fahrrad auf meinen Wagen und dann bringe ich Sie zum Doktor. Herr Merz, nehmen Sie doch noch mal Platz. Dauert ein bisschen. Danke. Den Schlüssel zur Herrentoilette. Wenn ich den haben dürfte, bitte. Ja. Hier. Dankeschön. Tag, Frau Wegner. Das ist wieder ein Wetterchen heute, was? Tag, Herr Merz. Ja, ja, ein Wetterchen. Endlich mal ein Mensch mit guter Laune. Ein falscher Hund ist das. Weißt du, warum er den Schlüssel zur Toilette wollte? Warum wohl? Irrtum. Er kontrolliert, ob genügend Papierhandtücher bereit liegen. Kommt von der kassenärztlichen Vereinigung. Ach, Sachen gibt's auf der Welt. Petersen, was ist denn passiert? Ein kleiner Unfall mit dem Rad. Ich sag schnell dem Doktor Bescheid. Den Schlüssel zur Toilette, bitte. Hallo, Schlüsselausgabe. Vielen Dank nochmal. Geht jetzt schon. Gern geschehen. Grüß Kai. Mach ich. Hab ich richtig gehört? Der Pferdehof ist dir scheißegal. Kannst mir sowas nicht erzählen. Katrin jedenfalls ist durch bei mir. Und warum? Darum. Was hat sie dir dann eigentlich getan? Gar nichts. Und warum zieht Jutta morgen aus? Ja, dafür kann Katrin doch nichts. Liebe kommt und Liebe geht. Bei dir vielleicht. Weißt du, was du bist? Bescheuert! Na, Frau Petersen, Sie machen ja schöne Sachen. So dumm zum Radfahren. Wie heißt es, ein Doktor ohne Arbeit ist wie ein Schiff ohne Hafen. Ich weiß auch nicht, warum. Plötzlich liege ich flach. Merkwürdig. Das ist mir ja auch noch nie passiert. Was riecht denn hier so? Ach, bestimmt mein Pfefferminzbonbon. Ja.
Gut. Jetzt mal ganz vorsichtig, so. Tut das weh? Bisschen. Und so hier? Ja, auch. Gut. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Schwester Jutta bringt Sie gleich zum Röntgen. Herr Merz, bitte. Danke. Ich muss Ihnen Ihre wertvolle Zeit stehlen, Doktor. Das macht nichts. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich hoffe, Sie fühlen sich so, wie Sie aussehen. Sie sehen ja blendend aus. Vielleicht Menschen geht es immer gut. Bis auf diese Hautallergie. Andere Leute können nicht genug Sonne abkriegen und ich... Ich verschreibe Ihnen das Übliche. Danke, Dr. Teschner. Kannst du was? Gibt's auf der Herrentoilette irgendetwas zu beanstanden? Wie kommen Sie darauf? Ach so, weil ich den Schlüssel... Sie trauen mir doch nicht etwa zu? Ich traue Ihnen gar nicht zu, Herr Merz. Jedenfalls nichts Schlechtes. So. Bis zum nächsten Mal. Es ist mir gestern rein zufällig aufgestoßen. Sie hatten bereits eine Fristverlängerung für Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen. Diese Frist läuft per Ultimo ab. Ab morgen 2 Tage. Hamburg. Ich weiß. Sehr gut. Sie wissen ja, die Auflagen sind streng und eine Streichung des Arzthonorars um 10% wäre vielleicht von Ihnen zu verkraften. Trösten Sie, Herr Merz. Das kann selbst ich nicht verkraften. Dieses sehr wirksame Medikament, welches Sie mir verordnen. Sie haben es nicht zufällig als Ärztemuster? Oh, das tut mir leid. Dann müssten Sie sich schon in einer Apotheke bemühen. Aber ich hoffe, die Kassenärztliche Vereinigung wird mir deshalb den Segen nicht entziehen. Aber nicht doch, Dr. Teschner. Moin, moin. Wiederschauen. Wiederschauen. Die Hufe von Alonso müsstest du noch machen. Und die von Tiberius auch. Und wer führt denn Mary hier zum Strandbaden? Was? Wer führt denn Mary hier zum Strandbaden? Ach, zu dumm, dass Jeanette nicht da ist. Sie ist doch sonst immer da um diese Zeit. Ja. Moment, weißt du? Ich rufe sie an und sage, ich bin mit 2 Pferden am Strand und brauche Hilfe. Ja, und dann? So, komm. Ja, sobald sie dann kommt, hau ich ab. Und dann kannst du mit ihr reden. Aber weißt du, wenn das Mädchen uns nicht helfen will, dann können wir es doch nicht zwingen. Nee. Ist aber vielleicht ganz gut, wenn du mit ihr redest. Ach, weißt du, Gitte. Also in die Privatangelegenheiten fremder Männer. Liebsten und besten Menschen für dich sind auf der Welt. Uli und Jutta. Und dass sie das auch bleiben werden. Ich wette, dann sind ihre Gesichter bald nicht mehr so traurig. Wenn Sie zu dem jungen Doktor wollen, Frau Sellmann, dann müssen Sie sich schon nach Afrika bemühen. Nein. Ist denn noch Sprechstunde? Nee, kehr aus, Frau Sellmann. Wenn ich die Post wegbringe, ist immer kehr aus. Ist das nicht alles furchtbar? Was, dass ich die Post wegbringe? Oder dass die Sprechstunde mal ein Ende hat? Der junge Doktor geht nach Afrika und Schwester Jutta zieht die ganz weg. Schwester Jutta arbeitet demnächst in Schleswig und zieht vorerst auch dahin. Vorerst. Frau Sellmann, jetzt mal ehrlich, sind Sie krank oder treibt Sie nur die Neugierde? Mein Blutdruck, das sind Alarmzeichen. Ja, gut. Dann kommen Sie mal mit, Frau Sellmann. Wiedersehen. Wiedersehen. Wird sich der Doktor hier freuen? Ein guter Doktor freut sich immer. Bis nächste Woche. Moin, moin. Können wir jetzt endlich los? Beeil mich. Der Blutdruck von Frau Sellmann sendet Alarmzeichen, sagt Frau Sellmann. Bitte. Bitte, Frau Sellmann. Ist das nicht alles furchtbar? Unsere Schwester Jutta, die wir alle so sehr ins Herz geschlossen haben. Weg! Einfach weg! Aber nicht aus der Welt. Frau Sellmann. Bitte, Frau Sellmann. Aber Dickelsen ist meine Welt. Frau Sellmann, noch eine Minute. Mein Blutdruck ist höher als der Ihrige. Bitte, Jutta und ich, wir haben noch eine Verabredung. Eine Verabredung? Das ist geheim, Frau Sellmann. Streng geheim.
Ein Aperitivchen vorher? Warten wir doch noch ein bisschen. Unsere Tochter müsste jeden Moment hier sein. Aber nicht so lange, ich will Nudeln. Kriegst du so und so viel, wie du willst, Chris, Nudeln. Jeanette rief an, sie will sie noch umziehen. Ja, wahrscheinlich legt sie Trauerkleidung an. Okay, sie melden sich, wenn es soweit ist. Trauerkleidung. Albert, in dem Zusammenhang, wenn Jutta morgen auszieht, also Jeanette wird trotzdem Wasser heulen. Sie kann es nicht begreifen, ich selber kann es ja kaum begreifen. Ja, also soll ich mit ihr reden, ne? Ja. Ja. Zwischen Hauptgang und Dessert, oder wie? Sie weiß ja im Grunde genommen alles, Albert, aber das Problem ist, sie will es nicht wahrhaben. Und du, ich meine, du findest doch die richtigen Worte. Wenn nicht du, wer sonst? Freut mich. Guten Tag. 3 Tage, sie werden wiederkommen. Ganz bestimmt. Sie hat seelische Gaben. Ja. Aber manchmal verfluche ich sie. Wenn ich das schreckliche Ende von etwas sehe, das noch nicht begonnen hat. Hast du dich aufgebrezelt? Geht so. Ein Aperitivchen vom Weg? Nudeln. Gleich geht's los, wirklich. Könnten wir vorher ein paar Takte reden? Du und ich, ja? Ich wollte nur schnell was sagen. Dass ihr euch nicht mehr lieb habt, finde ich beschissen. Echt. Und trotzdem seid ihr die liebsten Menschen für mich. Und es bleibt auch so. Schon gut, Mama. Deine Schwester. Da kannst du stolz drauf sein. Ich nehme eine große Apfelschorle. Ja, und wie ein Glas Champagner. Du wolltest mit mir reden? Nein, nein, ist nicht mehr nötig. Mit den Desserts. Alles klar. Aperitivchen und Schnäpschen und Bierchen. Das ist schlimm, wenn Alkohol so verniedlich wird, nicht? Viel schlimmer, Albert, was die Leute so alles in sich reinschütten. Oh, das kann, ja, so ein Bierchen. Ja. Der Frau Petersen geht's jetzt bestimmt ziemlich schlecht. Oder auch nicht. Wie meinst du das? Ja, weil sie die nötige Portion Intus hat. Gehe ich leider jede Wette ein. Entschuldige mich mal. Petersen hier? Ja, moin, Frau Petersen. Hier Dr. Teschner. Ich wollte bloß mal hören, wie es Ihnen so geht. Mir? Könnte gar nicht besser gehen. Ja, dann bis morgen früh, Frau Petersen. Ne? Bis morgen früh denn, Doktor. Sie sagt, es könne ihr nicht besser gehen. Naja, dann weißt du ja, was los ist. Entschuldigt, ich muss zu einer Patientin. Schon klar. Tschüss.
Petersen! Frau Petersen! Hallo! Sag mal, Uli, dieses Symposium in Hamburg morgen, musst du da hin? Du weißt genau, mir fehlen noch 8 Punkte. Ja, es ist nur so, morgen fahre ich doch. Mir will es immer noch nicht in den Kopf. Du siehst aus. Uli, die nächste Patientin wartet. Warte mal. Ich könnte doch meine Kollegin, mit der ich jahrelang gut zusammengearbeitet habe, einladen zum Essen. Heute Abend. Mit Jeanette und Benny? Selbstverständlich. Und Albert? Ah ja. Brauchen wir jetzt schon einen, der auf uns aufpasst? Nein. Das mache ich schon selber. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Rühr dir mal nicht so rum. Ist es schlimm? Können Sie sich bewegen? Ja, kann ich. Ach, geht schon wieder. Danke, junge Frau. Oh Gott, Ihr Arm, der blutet ja. Ach, ist nicht weiter schlimm. Kommen Sie, ich lade Ihr Fahrrad auf meinen Wagen und dann bringe ich Sie zum Doktor. Herr Merz, nehmen Sie doch noch mal Platz. Dauert ein bisschen. Danke. Den Schlüssel zur Herrentoilette. Wenn ich den haben dürfte, bitte. Ja. Hier. Dankeschön. Tag, Frau Wegner. Das ist wieder ein Wetterchen heute, was? Tag, Herr Merz. Ja, ein Wetterchen. Endlich mal ein Mensch mit guter Laune. Ein falscher Hund ist das. Weißt du, warum er den Schlüssel zur Toilette wollte? Warum wohl? Irrtum. Er kontrolliert, ob genügend Papierhandtücher bereit liegen. Kommt von der Kassenärztlichen Vereinigung. Sachen gibt's auf der Welt. Petersen, was ist denn passiert? Ein kleiner Unfall mit dem Rad. Ich sag schnell dem Doktor Bescheid. Den Schlüssel zur Toilette, bitte. Nein, nur Schlüsselausgabe. Vielen Dank nochmal. Geht jetzt schon. Gern geschehen. Grüß Kai. Mach ich. Hab ich richtig gehört? Der Pferdehof ist dir scheißegal. Kannst mir sowas nicht erzählen. Katrin jedenfalls ist durch bei mir. Und warum? Darum. Was hat sie dir dann eigentlich getan? Gar nichts. Und warum zieht Jutta morgen aus? Ja, dafür kann Katrin doch nichts. Liebe kommt und Liebe geht. Bei dir vielleicht. Weißt du, was du bist? Bescheuert! Na, Frau Petersen, Sie machen ja schöne Sachen. So dumm zum Radfahren. Wie heißt es, ein Doktor ohne Arbeit ist wie ein Schiff ohne Hafen? Ich weiß auch nicht warum. Plötzlich liege ich flach. Merkwürdig. Das ist mir ja auch noch nie passiert. Was riecht denn hier so? Ach, bestimmt mein Pfefferminzbonbon.
Ja. Gut. Jetzt mal ganz vorsichtig, so. Tut es weh? Bisschen. Und so hier? Ja, auch. Gut. Bleiben Sie ganz ruhig liegen. Schwester Jutta bringt Sie gleich zum Röntgen. Herr Merz, bitte. Danke. Ich muss Ihnen Ihre wertvolle Zeit stehlen, Doktor. Das macht nichts. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Ich hoffe, Sie fühlen sich so, wie Sie aussehen. Sie sehen ja blendend aus. Vielleicht Menschen geht es immer gut. Bis auf diese Hautallergie. Andere Leute können nicht genug Sonne abkriegen und ich... Ich verschreibe Ihnen das Übliche. Danke, Dr. Teschner. Kannst du was? Gibt's auf der Herrentoilette irgendetwas zu beanstanden? Wie kommen Sie darauf? Ach so, weil ich den Schlüssel... Sie trauen mir doch nicht etwa zu? Ich traue Ihnen gar nicht zu, Herr Merz. Jedenfalls nichts Schlechtes. So. Bis zum nächsten Mal. Es ist mir gestern rein zufällig aufgestoßen. Sie hatten bereits eine Fristverlängerung für Fortbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen. Diese Frist läuft per Ultimo ab. Ab morgen 2 Tage. Hamburg. Ich weiß. Sehr gut. Sie wissen ja, die Auflagen sind streng und eine Streichung des Arzthonorars um 10% wäre vielleicht von Ihnen zu verkraften. Trösten Sie, Herr Merz. Das kann selbst ich nicht verkraften. Dieses sehr wirksame Medikament, welches Sie mir verordnen. Sie haben es nicht zufällig als Ärztemuster? Oh, das tut mir leid. Dann müssten Sie sich schon in eine Apotheke bemühen. Aber ich hoffe, die Kassenärztliche Vereinigung wird mir deshalb den Segen nicht entziehen. Aber nicht doch, Dr. Teschner. Moin, moin. Wiederschauen. Wiederschauen. Die Hufe von Alonso müsstest du noch machen. Und die von Tiberius auch. Und wer führt denn Mary hier zum Strandbaden? Was? Wer führt denn Mary hier zum Strandbaden? Ach, zu dumm, dass Jeanette nicht da ist. Sie ist doch sonst immer da um diese Zeit. Ja. Moment, weißt du? Ich rufe sie an und sage, ich bin mit 2 Pferden am Strand und brauche Hilfe. Ja, und dann? So, komm. Ja, sobald sie dann kommt, hau ich ab. Und dann kannst du mit ihr reden. Aber weißt du, wenn das Mädchen uns nicht helfen will, dann können wir es doch nicht zwingen. Nee. Ist aber vielleicht ganz gut, wenn du mit ihr redest. Ach, weißt du, Gitte. Also in die Privatangelegenheiten fremder Menschen mische ich mich höchst ungern ein. Ja, ja. Aber ist sie nicht für uns ein fremder Mensch? Aber trotzdem. Ich rufe sie an. Zum Glück ist es die Linke. Naja. Und nur verstaucht, aber trotzdem. Es ist Ruhe angesagt. Verlassen Sie sich drauf. Sagen Sie, wie ist das eigentlich passiert mit dem Unfall? Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Frau Petersen, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber könnte es sein, dass Sie nicht ganz nüchtern waren? Nüchtern? Und immer noch nicht nüchtern sind? Quatsch. Quatsch. Hören Sie bitte auf, ich rieche sowas. Erzählen Sie mir bitte nichts von Pfefferminzbonbons. Ja, okay, so ein kleiner Korn. Ich hatte zu Mittag richtig gekocht. Weil Axel doch gekommen war, der Sohn von meinem Mann aus erster Ehe. Axels Lieblingsgemüse ist ein großes Stück Fleisch und da habe ich auch zugelangt. Hm. Ein Verdauungsschnips? Ja, so ein kleines Schnäppchen. Ah, vielleicht auch 2 oder 3. Darf ich gehen? Ja, natürlich. Einen Moment bitte noch. Ach, Frau Petersen. Ich fände es besser, wenn Sie sich nach dem Unfall noch ein bisschen hinlegen. Ah, moin, moin, Herr Petersen. Haben Sie gerade kommen sehen? Was ist mit Hella? Die Kleine vom Kfz-Service hat ihr Fahrt gebracht. Meint sie, wäre gestürzt? Meine Stiefmutter. Ach so, mit dem Sturz, das ist halb so schlimm, aber... Aber? Sagen Sie, sehen Sie Ihre Stiefmutter öfter? Ich sag Hella zu ihr. Sie ist ja nur 12 Jahre älter als ich. Ha. Ist Ihnen in letzter Zeit was aufgefallen an ihr? Aufgefallen? Ich meine, trinkt sie? Sie trinkt? Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, kippen tut sie schon ganz gerne mal ein, aber besoffen habe ich sie noch nie erlebt.
Also, Sie haben sie noch nie in so einem hilflosen Zustand erlebt? Ja, der Tod von meinem Vater, war ein ziemlicher Schlag für sie. Da kommt sie nicht drüber hinweg. Es sei denn, sie trinkt. Was soll ich denn machen, Herr Doktor? Warten Sie mal einen Moment, Axel. Ich rede mit ihr. Hm? Naja, klappt doch. Sag ihr, ich musste plötzlich weg, okay? Ja. Ey, Gitte! Hilf mir bitte, ich muss zum Hof. Dass die hier ist, hast du nicht gesagt. Wenn du Katrin nicht hilfst, dann rede ich kein Wort mehr mit dir. Das ist nett von dir. Marie kann ja nichts dafür. Tja, dann will ich den jungen Mann nicht länger warten lassen. Frau Petersen, bitte. Einen Moment noch. Axel kommt ganz nach seinem Vater. Und seine Frau, die Marion, da hat er die Richtige gefunden. Na ja, Frau Petersen. Ich weiß, was für ein gutes Gespann Sie waren, Sie und Ihr Mann. Und wie sehr und wie gut Sie ihn gepflegt haben, auch als er dann im Rollstuhl saß und sich selber nicht mehr helfen konnte. Und auf einmal war er nicht mehr da und da brach eine Welt in ihm zusammen. Ich verstehe das sehr gut. So ein wie Rolle, den gibt's nicht zweimal. Sie rackern sich im Haus ab. Sie rackern sich auf dem Grundstück ab, aber Sie werden die Erinnerung einfach nicht los. Den Schmerz, weil er nicht mehr neben mir ist. Naja. Und dann gibt es da etwas, das lässt Sie den Schmerz vergessen. Zeitweilig jedenfalls. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Doktor. Oh, Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe das schwere Essen nicht vertragen. Da habe ich eben einen kleinen Schluck mit auf den Weg genommen. Kleinen Schluck auf dem Weg und einen großen Schluck zu Hause. Sie wollen mich doch nicht zur Säuferin machen, oder? Oh nein, das will ich nicht. Gegenteil. Ich möchte Sie davon wegbringen. Nur weil ich ab und zu einen Schluck, das kann ich auch lassen. Ganz leicht kann ich das lassen. Oder auch nicht. Das beweise ich Ihnen. Bis morgen früh kein Tropfen. Da komme ich und lasse mir Blut abnehmen. 0,0. Garantiere ich Ihnen. Na prima. Spätestens um 9 muss ich nach Hamburg fahren. Vorher sehen wir uns. Alles klar. Alles klar. Moin, moin. Moin, moin. Einen Kuss habe ich Uli mal gegeben. Hier auf die Stirn. Und er hat mir auch einen gegeben, auf die linke Backe. Das war, als wir wussten, dass Schnauze über dem Berg ist. Aber sonst? Geschlafen haben wir nie miteinander. Weißt du, ich fürchte, die Wahrheit ist, deine Mutter und Uli haben sich einfach auseinandergelebt. Die haben sich nichts mehr zu sagen. Routine. Bloße Routine. Meine Ehe ist damals geschieden worden, weil mein Mann sich was Jüngeres angelacht hat. Nur im Unterschied zu ihnen hat er es mir jahrelang verschwiegen. Aber die beiden, die kehren nichts unter den Teppich, weißt du? Ich erinnere Ihnen, ich werde alles in meinen Kräften Stehende versuchen. Eine Fristverlängerung von 3 Monaten, wäre Ihnen das ausreichend? Auf alle Fälle. Oh, Sie haben ja wirklich ganz feuchte Hände. Ich faxe Ihnen eine Aufstellung der für Sie in Frage kommenden Symposien. Herr Merz. Danke. Bitte.
Ja, Auskunft, ja? Hier, Dr. Teschner. Ich brauche mal die Nummer von Fleischermeister Petersen in Schleswig. Ella? Ella? Lass mich in Ruhe. Mir ist schlecht. Doktor? Ist was mit mir? Weil Sie jetzt hier sind? Sie haben wieder Alkohol getrunken. Und Sie werden weiter trinken. Immer trinken, trinken, trinken. Ich habe ja nur einen ganz kleinen Schluck. Frau Petersen, wollen wir einen Entzug machen? Abhängigkeit ist nicht gut. Ich rufe morgen früh den Krankenwagen an. Ich kann Sie auch fahren. Gesund nach dir bleiben? Ja, selbstverständlich. Ich schlafe im Wohnzimmer auf der Couch. Die Nachbarin und überhaupt alle, die reden schon. Sie sind krank, Frau Petersen. Einfach krank. Dagegen kann man keine Pillen verschreiben, keine Salbe. Sie müssen es wollen. Selber wollen. Wollen wir den Entzug? Heißt das, ich darf Sie in die Klinik einweisen? Frau Petersen, Ihr Mann wäre jetzt unheimlich stolz auf Sie. Mein Mann gibt's nicht mehr. Hallo. Aber Sie gibt es. Sie. Hella Petersen. Schon gut, ich mach das. Frau Petersen hat doch wieder getrunken, hm? Ja, aber sie ist mit einem Entzug einverstanden. Ich rufe dann gleich mal in der Klinik an. Das hast du toll gemacht, Uli. Pennys Lieblingsjacke, die war jetzt erst trocken. So. Fertig. Wir waren uns einig, ja? Ja. Daran wird sich hoffentlich nichts ändern. Du wolltest in der Klinik anrufen, Uli. Ja. Schick, der Wagen. Wirklich. Schnäppchenkauf. Liebe auf den ersten Blick. Dein Schnuppel. Danke. Ich hab geschworen, ich heul kein Stück. Machst du ja auch gar nicht. Mein Groß. Albert, du bist und bleibst der beste Freund. Der Herr segne dich. Ehe das alles zu traurig wird. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Abfahren! Tschüss, mein Kleiner. Ich hab dich immer lieb. Ich dich auch, Papi. Auf geht's, Punkte sammeln. Ja, Praxis Dr. Teschner. Haben Sie schon mit der Polizei gesprochen? Gut, ich komme sofort. Ja, du musst jetzt nach Hamburg. Eine Patientin von mir, sie ist schwer alkoholabhängig. Sie soll in die Klinik, will aber nicht. Ihr Sohn hat einen Zettel gefunden, dass sie so nicht mehr leben möchte. Wenn du in der gegebenen Zeit deine Punkte nicht schaffst, die brat dir eine Strafe drüber, das kann sehr teuer werden. Albert, würdest du jetzt an meiner Stelle nach Hamburg fahren? Nee, im Teil würde ich das. Was ist? Hier, das lag auf dem Küchentisch. Ich habe Angst. Ich schaffe es nicht.
Tschüss, Axel. Sie muss durchs Fenster sein, sonst hätte ich ja was gemerkt. Wir müssen die Polizei verständigen. Hat sie einen Ort, wo sie sich gerne aufgehalten hat? Einen Lieblingsplatz? Ja, so genau. Obwohl, der Strand am Leuchtturm, da ist sie gerne. Das ist schon was. Also, kommen Sie, wir fahren hin. Hier hat sie gerne gesessen mit meinem Vater. Auch nach seinem Tod war sie oft hier. Allein. Hat aufs Meer gestarrt, nachgedacht. Worüber kann man sich denken? Waren Sie mal mit ihr da oben? Nein. Waren Sie mal alleine da? Nicht, dass ich wüsste. Was soll sie da oben? Was soll sie da? Die schöne Aussicht genießen. Die schöne Aussicht genießen. Nichts. War Quatsch, hier hochzuklettern. Wir müssen woanders nachsehen. Ich höre. Was meinen Sie, wo sollen wir suchen? Ich weiß nicht, wenn sie wenigstens eine Kneipe gehabt hätte, wo Axel, sie immer... bitte hören Sie auf. Außerhalb von Kneipenwänden wird viel mehr gesoffen. Man kommt auf ganz dumme Gedanken, wenn man da runter sieht. Na, alles überstanden. Ich gehe mit Marie an den Strand. Lass sie mal tüchtig Strand warten. Richtig geheult habe ich nicht. Bloß ein bisschen. Kalle? Ja? Hast du Frau Pedersen gesehen? Ja, aber das ist Stunden her. Und? Erzähl mal. Ja, das war ja noch, bevor ich rausgefahren bin. Die war stinkesauer, weil der Kiosk nicht offen hatte. Ja, und wo ist er hin? Was weiß ich? Inzwischen mische ich mich höchst ungern ein. Ja, ja. Aber ist sie nicht für uns ein fremder Mensch? Aber trotzdem. Ich rufe sie an. Zum Glück ist es die Linke. Ah ja. Und nur verstaucht, aber trotzdem. Es ist Ruhe angesagt. Verlassen Sie sich drauf. Sagen Sie, wie ist das eigentlich passiert mit dem Unfall? Ich weiß auch nicht. Ich habe einfach nicht aufgepasst. Frau Pedersen, ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten, aber könnte es sein, dass Sie nicht ganz nüchtern waren? Nüchtern? Und immer noch nicht nüchtern sind? Quatsch. Quatsch. Hören Sie bitte auf, ich rieche sowas. Erzählen Sie mir bitte nichts von Pfefferminzbonbons. Ja, okay, so ein kleiner Korn. Ich hatte zu Mittag richtig gekocht, weil Axel doch gekommen war, der Sohn von meinem Mann aus erster Ehe. Axels Lieblingsgemüse ist ein großes Stück Fleisch und da habe ich auch zugelangt. Hm. Ein Verdauungsschnäppchen? Ja, so ein kleines Schnäppchen. Ah, vielleicht auch zwei. Oder drei. Darf ich gehen? Ja, natürlich. Einen Moment bitte noch. Ach, Frau Pedersen, ich fände es besser, wenn Sie sich nach dem Unfall noch ein bisschen hinlegen. Ah, moin moin, Herr Pedersen. Haben Sie gerade kommen sehen. Was ist mit Hella? Die Kleine vom Kfz-Zoll, das hat ihr Fahrt gebracht. Meint sie, wäre gestürzt? Meine Stiefmutter. Ach so, mit dem Sturz, das ist halb so schlimm, aber... Aber? Sagen Sie... Sehen Sie Ihre Stiefmutter öfter? Ich sag Hella zu ihr. Sie ist nur 12 Jahre älter als ich. Ha. Ist Ihnen in letzter Zeit was aufgefallen an ihr? Aufgefallen? Ich meine, trinkt sie? Sie trinkt? Ja, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, kippen tut sie schon ganz gerne mal ein, aber besoffen habe ich sie noch nie erlebt. Also, Sie haben sie noch nie in so einem hilflosen Zustand erlebt? Ja, der Tod von meinem Vater, das war ein ziemlicher Schlag für sie. Da kommt sie nicht drüber hinweg. Es sei denn, sie trinkt. Was soll ich denn machen, Herr Doktor? Hm. Warten Sie mal einen Moment, Axel. Ich rede mit ihr. Hm?
Na ja, klappt doch. Sag ihr, ich musste plötzlich weg, okay? Ja. Ey, Gitte! Hilf mir bitte, ich muss zum Hof. Dass die hier ist, hast du nicht gesagt. Wenn du Katrin nicht hilfst, dann rede ich kein Wort mehr mit dir. Das ist nett von dir. Marie kann ja nichts dafür. Tja, dann will ich den jungen Mann nicht länger warten lassen. Na, Frau Petersen, bitte. Einen Moment noch. Axel kommt ganz nach seinem Vater. Und seine Frau, die Marion, da hat er die Richtige gefunden. Na ja, Frau Petersen. Ich weiß, was für ein gutes Gespann Sie waren, Sie und Ihr Mann. Und wie sehr und wie gut sie ihn gepflegt haben, auch als er dann im Rollstuhl saß und sich selber nicht mehr helfen konnte. Und auf einmal war er nicht mehr da und da brach eine Welt in ihnen zusammen. Ich verstehe das sehr gut. So ein wie Rolle, den gibt's nicht zweimal. Sie rackern sich im Haus ab. Sie rackern sich auf dem Grundstück ab, aber sie werden die Erinnerung einfach nicht los. Den Schmerz, weil er nicht mehr neben mir ist. Naja. Und dann gibt es da etwas, das lässt sie den Schmerz vergessen. Zeitweilig jedenfalls. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Doktor. Oh, Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich habe das schwere Essen nicht vertragen. Da habe ich eben einen kleinen Schluck mit auf den Weg genommen. Kleinen Schluck auf dem Weg und einen großen Schluck zu Hause. Sie wollen mich doch nicht zur Säuferin machen, oder? Oh nein, das will ich nicht. Gegenteil. Sie davon wegbringen. Nur weil ich ab und zu einen Schluck, das kann ich auch lassen. Ganz leicht. Das fand ich richtig gut. Vielleicht hätten wir uns beide nie begegnen sollen. Dann hätte Uli eben mit einer anderen Frau gequatscht. Da bist du ja. Na, sag mal. Ist schlimm? Ach, nicht der Rede wert. Er fragt, ob du gelegentlich trinkst. Unsinn alles. Du weißt, ich will dir nicht gegen die Karre fahren, aber wenn du ehrlich bist. Morgen früh nimmt er mir Blut ab und findet 0, nichts an Alkohol. Würde mich echt freuen. Und Marion auch. Ist doch einfach lachhaft. Ich und eine Säuferin. Weißt du, was ich mache? Ich schließe den ganzen Alk bei dir zu Hause weg. Ja, mach das. Das mache ich. Ja. Heute Abend wird's echt schlimm. Wir gehen zusammen essen. Feierliches Essen. Und alle sitzen da mit so einem Gesicht. Furchtbar. Sag ihnen einfach, dass sie die liebsten und besten Menschen für dich sind auf der Welt. Uli und Jutta. Und dass sie das auch bleiben werden. Ich wette, dann sind ihre Gesichter bald nicht mehr so traurig. Wenn Sie zu dem jungen Doktor wollen, Frau Sellmann, dann müssen Sie sich schon nach Afrika bemühen. Nein. Ist denn noch Sprechstunde? Nee, kehr aus, Frau Sellmann. Wenn ich die Post wegbringe, ist immer kehr aus. Ist das nicht alles furchtbar? Was, dass ich die Post wegbringe? Oder dass die Sprechstunde mal ein Ende hat? Der junge Doktor geht nach Afrika und Schwester Jutta zieht die ganz weg. Schwester Jutta arbeitet demnächst in Schleswig und zieht vorerst auch dahin. Vorerst. Frau Sellmann, jetzt mal ehrlich, sind Sie krank oder treibt Sie nur die Neugierde? Mein Blutdruck, das sind Alarmzeichen. Ja, gut. Dann kommen Sie mal mit, Frau Sellmann. Wiedersehen. Wiedersehen. Wird sich der Doktor ja freuen. Ein guter Doktor freut sich immer. Bis nächstes Mal. Moin, moin.
können wir jetzt endlich los. Beeil dich. Der Blutdruck von Frau Sellmann sendet Alarmzeichen, sagt Frau Sellmann. Bitte. Bitte, Frau Sellmann. Ist das nicht alles furchtbar? Unsere Schwester Jutta, die wir alle so sehr ins Herz geschlossen haben. Weg! Einfach weg! Aber nicht aus der Welt. Bitte, Frau Sellmann. Aber Dickelson ist meine Welt. Frau Sellmann, noch eine Minute. Mein Blutdruck ist höher als der Ihrige. Bitte, Jutta und ich, wir haben noch eine Verabredung. Eine Verabredung? Das ist geheim, Frau Sellmann. Streng geheim. Ein Aperitivchen vorher? Warten wir doch noch ein bisschen. Unsere Tochter müsste jeden Moment hier sein. Aber nicht so lange, ich will Nudeln. Kriegst du Sohn so viel, wie du willst, kriegst Nudeln. Jeanette rief an, sie will sie noch umziehen. Ja, wahrscheinlich liegt sie Trauerkleidung an. Okay, sie melden sich, wenn es soweit ist. Trauerkleidung. Albert, in dem Zusammenhang, wenn Jutta morgen auszieht, also Jeanette wird Rotz und Wasser heulen. Sie kann es nicht begreifen, ich selber kann es ja kaum begreifen. Ja, also soll ich mit dir reden, ne? Ja. Ja. Zwischen Hauptgang und Dessert, oder wie? Sie weiß ja im Grunde genommen alles, Albert, aber das Problem ist, sie will es nicht wahrhaben. Und du, ich meine, du findest doch die richtigen Worte. Wenn nicht du, wer sonst? Freut mich, Tag. 3 Tage, sie werden wiederkommen. Ganz bestimmt. Sie hat seherische Gaben. Ja. Aber manchmal verfluche ich sie. Wenn ich das schreckliche Ende von etwas sehe, das noch nicht begonnen hat. Hast du dich aufgebrezelt? Geht so. Ein Aperitivchen vom Weg? Nudeln. Gleich geht's los, wirklich. Könnten wir vorher ein paar Takte reden? Du und ich, ja? Ich wollte nur schnell was sagen. Dass ihr euch nicht mehr lieb habt, finde ich beschissen. Echt. Und trotzdem seid ihr die liebsten Menschen für mich. Und es bleibt auch so. Schon gut, Mama. Deine Schwester. Da kannst du stolz drauf sein. Ich nehme eine große Apfelschorle. Ja, und wie ein Glas Champagner. Du wolltest mit mir reden? Nein, nein, ist nicht mehr nötig. Mit den Desserts. Alles klar. Aperitivchen und Schnäpschen und Bierchen. Das ist schlimm, wenn Alkohol so verniedlich wird, nicht? Viel schlimmer, Albert, was die Leute so alles in sich reinschütten. Oh, das so ein Bierchen. Ne? Der Frau Petersen geht's jetzt bestimmt ziemlich schlecht. Oder auch nicht. Wie meinst du das? Ja, weil sie die nötige Portion Intus hat. Gehe ich leider jede Wette ein. Entschuldige mich mal.
Pedersen hier? Ja, moin, Frau Pedersen. Hier Dr. Teschner. Ich wollte bloß mal hören, wie es Ihnen so geht. Mir? Könnte gar nicht besser gehen. Ja, dann bis morgen früh, Frau Pedersen, ne? Bis morgen früh denn, Doktor. Sie sagt, es könne ihr nicht besser gehen. Naja, dann weißt du ja, was los ist. Entschuldigt, ich muss zu einer Patientin. Schon klar. Tschüss. Frau Pedersen! Frau Pedersen! Hallo! Ja, Auskunft, ja? Hier Dr. Teschner. Ich brauche mal die Nummer von Fleischermeister Pedersen in Schleswig. Ella! Ella! Hey, Ella! Ja, lass mich in Ruhe. Mir ist schlecht. Doktor? Hm? Ist was mit mir? Weil Sie jetzt hier sind? Hm. Sie haben wieder Alkohol getrunken. Und Sie werden weiter trinken. Immer trinken, trinken, trinken. Ich habe ja nur einen ganz kleinen Schluck. Frau Pedersen, wollen wir einen Entzug machen? Abhängigkeit ist nicht gut. Ich rufe morgen früh den Krankenwagen ein. Ich kann Sie auch fahren. Können Sie nach D bleiben? Ja, selbstverständlich. Ich schlafe im Wohnzimmer auf der Couch. Die Nachbarin und... Überhaupt alle, die reden schon. Sie sind krank, Frau Pedersen. Einfach krank. Dagegen kann man keine Pillen verschreiben, keine Salbe. Sie müssen es wollen. Selber wollen. Wollen wir den Entzug? Heißt das, ich darf Sie in die Klinik einweisen? Frau Pedersen, Ihr Mann wäre jetzt unheimlich stolz auf Sie. Mein Mann gibt's nicht mehr. Hallo. Aber Sie gibt es. Sie. Ella Pedersen. Schon gut, ich mach das. Na. Frau Pedersen hat doch wieder getrunken, hm? Aber sie ist mit einem Entzug einverstanden. Ich rufe dann gleich mal in der Klinik an. Das hast du toll gemacht, Uli. Pennys Lieblingsjacke, die war jetzt erst trocken. So, fertig. Fertig. Ja? Ja. Daran wird sich hoffentlich nichts ändern. Du wolltest in der Klinik anrufen, Uli. Ja. In der Klinik. Schick, der Wagen. Wirklich. Schnäppchenkauf. Liebe auf den ersten Blick. Dein Schnuffel. Danke. Ich hab geschworen, ich heul kein Stück. Machst du ja auch gar nicht. Mein Groß.
Albert, du bist und bleibst der beste Freund. Der Herr segne dich. Ehe das alles zu traurig wird. Tschüss. Mach's gut. Mach's gut. Abfahren! Tschüss, mein Kleiner. Ich hab dich immer lieb. Ich dich auch, Papi. Auf geht's, Punkte sammeln. Ja, Praxis Dr. Teschner. Haben Sie schon mit der Polizei gesprochen? Gut, ich komme sofort. Ja, du musst jetzt nach Hamburg. Eine Patientin von mir, sie ist schwer alkoholabhängig. Sie soll in die Klinik, will aber nicht. Ihr Sohn hat einen Zettel gefunden, dass sie so nicht mehr leben möchte. Wenn du in der gegebenen Zeit deine Punkte nicht schaffst, die brat dir eine Strafe drüber, das kann sehr teuer werden. Albert, würdest du jetzt an meiner Stelle nach Hamburg fahren? Nee, im Daime würde ich das. Was ist? Hier, das lag auf dem Küchentisch. Ich habe Angst. Ich schaffe es nicht. Tschüss, Axel. Sie muss durchs Fenster sein, sonst hätte ich ja was gemerkt. Wir müssen die Polizei verstecken. Hat sie einen Ort, wo sie sich gerne aufgehalten hat? Ein Lieblingsplatz? Ja, so genau. Wohl, der Strand am Leuchtturm, da ist sie gerne. Das ist schon was. Also, kommen Sie, wir fahren hin. Hier hat sie gerne gesessen mit meinem Vater. Auch nach seinem Tod war sie oft hier. Allein. Hat aufs Meer gestarrt, nachgedacht. Worüber kann man sich denken? Waren Sie mal mit ihr da oben? Nein. Waren Sie mal alleine da? Nicht, dass ich wüsste. Was soll sie da oben? Was soll sie da? Die schöne Aussicht genießen. Die schöne Aussicht genießen. Nichts. War Quatsch, hier hochzuklettern. Wir müssen woanders nachsehen. Ich höre. Was meinen Sie, wo sollen wir suchen? Ich weiß nicht, wenn sie wenigstens eine Kneipe gehabt hätte, wo Axel, sie immer... bitte hören Sie auf. Außerhalb von Kneipenwänden wird viel mehr gesoffen. Man kommt auf ganz dumme Gedanken, wenn man da runter sieht. Na, alles überstanden. Ich gehe mit Marie an den Strand. Lass sie mal tüchtig Strand warten. Richtig geheult habe ich nicht. Bloß ein bisschen. Kalle? Ja? Hast du Frau Pedersen gesehen? Ja, aber das ist Stunden her. Und? Erzähl mal. Ja, das war ja noch bevor ich rausgefahren bin. Die war stinkesauer, weil der Kiosk nicht offen hatte. Ja, und wo ist sie hin? Was weiß ich? Die hat mir meine letzte Flasche Korn aus dem Kreuz geleiert. Das war meine eiserne Reserve. Und nun ist sie weg. Kalle, wo ist sie weg? Na, mit ihrem Boot ist sie weg. Was ist denn mit ihr? Na, weg ist sie. Ich ruf den Doktor an. Mutter eine routinierte Bootsführerin? Ella, kein Stück. Was meinst du eigentlich mit wahr? Entschuldigung. Ich bin so rausgerutscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie weit rausgefahren ist. Was unangenehm ist, wollte sie meist schnell hinter sich bringen. Sie sagten eben, wollte. Nichts. Keine Spur von ihr. Thank you.
doch da vorne. Das ist ihr Boot. Ihr bringt bitte die Frau an Bord! Ich war wohl eingeschlafen. Naja, Kalle Obdings Lieblingsmarke. Ich schaff das nicht mal, mich umzufrängen. Ich wollte mir Mut antränken und dann... Und dann ab über Bord. Lasst uns mal einen Moment allein. Das würde Ihrem Mann aber gar nicht gefallen. Und Axel auch nicht. Und für den Doktor wäre es eine ziemliche Blamage. Blamage? Ja, weil er es nicht geschafft hat, sie von einer Erziehungskur zu überzeugen. Aber ich schaffe das noch. Axel, raus mit der Neuigkeit. Marion ist im dritten Monat. Was? Echt? Da wird eine kräftige und gesunde Oma gebraucht. Unbedingt. Ich mach die Erziehung und ich schaff das auch. Unbedingt. Erster Tag ohne Schwester Jutta. Mir ist auch ganz komisch. Moin, moin, Lida. Moin, moin, moin. Na, Schwester Gertrud, Sie sind ja jetzt hier sozusagen die Chefin. Also, alles Gute. Ich werde mir alle Mühe geben. Ach so. Im Laufe des Vormittags, da kommt ein junger Mann vorbei. Junger Mann ist immer gut, stimmt's? Ich hab ja meinen. Er heißt Brenner und ist Physiotherapeut. Und nun braucht er einen richtigen Doktor? Nein, Räume zum Praktizieren. Davon haben wir ja genug. Hm? Weißt du, wie spät es ist? Keine Angst. Ich verpasse Schule nicht. Kommt Uli schon am Nachmittag zurück? Uli, der war gar nicht weg. Der wollte doch nach Hamburg. Das heißt, der musste doch nach Hamburg. Kam irgendwas dazwischen. Eine Patientin. Ist was? Ich weiß, wie hart die Bürokratie zuschlagen kann. Dann schlägt er eben zurück. Und ich helfe ihm dabei. Feierabend für heute, ne? Ja, Frau Petschneider. Für Schwester Gertrud und für mich. Der Doktor hat wohl nie Feierabend, was? Sie ist Hamburg. Moin, moin. 32 Patienten. Na, vielleicht werden wir uns bald nach der Arbeit sehen. Was redest du denn da? Kai hat sich übers Internet kundig gemacht. Wenn ein Facharzt nicht diese vorgeschriebene Qualifizierung mitmacht, oder wenn er die Frist nicht einhält, dann kriegt er gleich von der Kasse weniger Geld, ungefähr 10%. Mädchen, mach mir keine Angst. Das heißt, der Arzt muss kräftig sparen. Und woran kann er zuallererst sparen? Am Personal. Feindin sich. Moin, moin, die Dame. Die Sprechstunde ist aber vorbei. Jedenfalls für heute. Das ist dem Amte wohl bekannt. Nur ein kleines Gespräch mit dem Doktor. Nichts Medizinisches.
Nikolaus Brenner. Herr Dr. Teschner hat gesagt, ich kann mir hier Praxisräume ansehen. Sind Sie der Physiotherapeut? Der bin ich. Ach, mein Herr Merz. Nein. Ich habe Sie schon erwartet. Wenn Sie ein paar Sekunden erübrigen würden, es wäre dringlich. Herr Brenner ist auch erschienen. Danke, Dr. Teschner. Moin, moin, Herr Brenner. Schwester Gertrud, wenn Sie so freundlich wären, Herrn Brenner mal die Praxisräume zu zeigen. Dankeschön. Dann kommen Sie mal bitte mit, ich zeige Ihnen mein früheres Reich. Wir telefonieren dann miteinander, Herr Brenner. Gerne. Schwester Ramona, schönen Feierabend. Ich möchte noch mal über einen dringenden Punkt mit Ihnen reden. Ich möchte Ihnen gerne mal was zeigen. Kommen ja, Sie mal. Aber bitte. Bitte. Was denn? Na, kommen Sie. Sie haben sich erkundigt, ob ich wirklich in Hamburg war. Was heißt erkundigt? Es ist mein legitimes Recht als Ressortleiter. Ich habe eine Patientin vom Absturz bewahrt. Diese Chance habe ich natürlich genutzt. Wir als kassenärztliche Vereinigung, wir müssen die Fortbildung der Ärzte absichern. Das gehört zu unserem Aufgabenbereich. Bitte. Steigen Sie ein. Bitte. Ich zeige Ihnen was. Was mir bei Ihrer kassenärztlichen Vereinigung wahrscheinlich keine Punkte bringt, aber bei den Leuten vor Ort, wenn der Entzug Erfolg hat. Was soll ich denn machen? Sie dürfen mich zu einer Patientin begleiten. Das passiert nicht oft. Fühlen Sie sich geehrt. Tja, das ist der Empfang. Aber das sehen Sie ja. Ja. Jetzt kommen wir ins Behandlungszimmer. Hier wäre dann eventuell noch Platz für eine zweite Behandlungsliege. Nur für ein paar Geräte, wenigstens die kleineren. Was denn für Geräte? Na, für die Therapie der Patienten. Also, mein Mann hat dazu noch nie ein Gerät gebraucht, immer nur seine Hände. Ach, Ihr Mann ist auch Physiotherapeut, hier in Dekelsen? Nicht direkt Physiotherapeut, er ist Spezialist für chinesische Druckmassage. Mhm. Aha. Ja, war keine Angst, junger Mann, für einen guten Physiotherapeuten wäre in Dekelsen immer noch ein gutes Auskommen. Na, das freut mich sehr. Tja, und hier stand die Behandlungsliege. Stand, richtig. Und? Ehrlich gesagt, ein bisschen mehr Platz wäre nicht schlecht. Also hören Sie, wenn der Platz für eine Arztpraxis gereicht hat. Wo geht's denn dahin? Ja, zeige ich Ihnen auch noch. Fassen Sie mal bitte mit an. Klar. Dankeschön. Wunderbar. Tja, in dieses Zimmer kam immer nur rein, was nicht gebraucht wurde. Das wird sich ändern. Gefällt mir sehr gut. So ein separat gelegenes kleines Reich. Apropos separat, wo kommen Sie eigentlich her? Hamburg. Für einen jungen Menschen aus Hamburg liegt Dekelsen sehr separat. Haben Sie Angst, ich mache Ihrem Mann Konkurrenz? Für meinen Hinnerksen gibt's keine Konkurrenz. Wie schön für ihn. Sind Sie fertig mit der Besichtigung? Ich habe nämlich Feierabend. Ja. Danke. Ich melde mich dann bei Ihrem Chef. Wissen Sie, Herr Merz, die letzten Schritte gehe ich immer ganz gerne zu Fuß. Man nähert sich dem Elend nicht ganz so schnell. Eine alkoholkranke Frau. Was soll ich da? Frau Petersen geht's bestimmt schlecht. Allen Patienten hier geht's schlecht. So ein Entzug tut verdammt weh. Was aber hat das mit uns zu tun? Ich wollte mit Ihnen lediglich die Schritte besprechen, damit wir die Maßnahmen, die Sie treffen werden, halbwegs abfedern können. Der Magen der Entzugspatienten rebelliert, besonders in den ersten zwei Tagen. Zittern, Schweißausbrüche. Sie wissen vielleicht, dass ich selbst einmal Medizin studiert habe. Ach ja? Es stellte sich heraus, ich kann Menschen nicht leiden sehen. Ich leide dann selber ganz fürchterlich. Also, Sie müssen mir die kranke Frau Petersen nicht vorführen. Wissen Sie, ich will Ihnen Frau Petersen nicht vorführen. Ich habe nur die Hoffnung, dass sie stark genug ist, Ihnen zu zeigen, wie wichtig es für Sie ist, dass sie wegkommt von diesem verfluchten Alkohol. Es kann ja auch sein, dass sie mich beschimpft. Vielleicht klammert sie sich auch an Sie, damit Sie sie rausholen, weg von diesem verfluchten Entzug. Schon gut, Herr Dr. Teschner. Ich muss das nicht sehen.
Ich versichere... Kann ich das lassen? Oder auch nicht. Das beweise ich Ihnen. Bis morgen früh kein Tropfen. Da komme ich und lasse mir Blut abnehmen. 0,0. Garantiere ich Ihnen. Na prima. Spätestens um 9 muss ich nach Hamburg fahren. Vorher sehen wir uns. Alles klar. Alles klar. Moin, moin. Moin, moin. Einen Kuss habe ich Uli mal gegeben. Hier auf die Stirn. Und er hat mir auch einen gegeben, auf die linke Backe. Das war, als wir wussten, dass Schnauze über dem Berg ist. Aber sonst? Geschlafen haben wir nie miteinander. Weißt du, ich fürchte, die Wahrheit ist, deine Mutter und Uli haben sich einfach auseinandergelebt. Die haben sich nichts mehr zu sagen. Routine. Bloße Routine. Meine Ehe ist damals geschieden worden, weil mein Mann sich was Jüngeres angelacht hat. Nur im Unterschied zu Ihnen hat er es mir jahrelang verschwiegen. Aber die beiden, die kehren nichts unter den Teppich, weißt du? Und das fand ich richtig gut. Vielleicht hätten wir uns beide nie begegnen sollen. Dann hätte Uli eben mit einer anderen Frau gequatscht. Das ist ja... Na, sag mal. Ist schlimm? Ach, nicht der Rede wert. Ja, frag doch, du gelegentlich trinkst. Unsinn alles. Du weißt, ich will dir nicht gegen die Karre fahren, aber wenn du ehrlich bist... Morgen früh nimmt er mir Blut ab und findet 0, nischt an Alkohol. Würde mich echt freuen. Und Marion auch. Ist doch einfach lachhaft. Ich und eine Säuferin. Weißt du, was ich mache? Ich schließe den ganzen Alk bei dir zu Hause weg. Ja, mach das. Das mache ich. Ja. Heute Abend wird's echt schlimm. Wir gehen zusammen essen. Feierliches Essen. Und alle sitzen da mit so einem Gesicht. Furchtbar. Sag ihnen einfach, dass sie die... Ich? Die hat mir meine letzte Flasche Korn aus dem Kreuz geleiert. Das war meine eiserne Reserve. Und nun ist sie weg. Kalle, wo ist sie weg? Na, mit ihrem Boot ist sie weg. Was ist denn mit ihr? Na, weg ist sie. Ich ruf den Doktor an. Mutter eine routinierte Bootsführerin? Heller, kein Stück. Was meinst du eigentlich mit wahr? Entschuldigung. Ich bin so rausgerutscht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie weit rausgefahren ist. Was Unangenehmes wollte sie meist schnell hinter sich bringen. Sie sagten eben wollte. Nichts. Keine Spur von ihr. Doch da vorne. Das ist ihr Boot. Ich war wohl eingeschlafen. Naja, Kalle Obdens Lieblingsmarke. Ich schaff das nicht mal, mich umzufrängen. Ich
wollte mir Mut antrinken und dann... Und dann ab über Bord. Lasst uns mal einen Moment allein. Das würde Ihrem Mann aber gar nicht gefallen. Und Axel auch nicht. Und für den Doktor wäre es eine ziemliche Blamage. Blamage? Ja, weil er es nicht geschafft hat, Sie von einer Erziehungskur zu überzeugen. Aber ich schaffe das noch. Axel, raus mit der Neuigkeit. Marion ist im dritten Monat. Was? Echt? Da wird eine kräftige und gesunde Oma gebraucht. Unbedingt. Ich mache die Erziehung und ich schaffe das auch. Unbedingt. Erster Tag ohne Schwester Jutta. Mir ist auch ganz komisch. Moin, moin, die da. Moin, moin, moin. Na, Schwester Gertrud, Sie sind ja jetzt hier sozusagen die Chefin. Also, alles Gute. Ich werde mir alle Mühe geben. Ach so. Im Laufe des Vormittags, da kommt ein junger Mann vorbei. Junger Mann ist immer gut, stimmt's? Ich hab ja meinen. Er heißt Brenner und ist Physiotherapeut. Und nun braucht er einen richtigen Doktor. Nein, Räume zum Praktizieren. Davon haben wir genug. Hm? Weißt du, wie spät es ist? Keine Angst, ich verpasse die Schule nicht. Hm. Kommt Uli schon am Nachmittag zurück? Uli, der war gar nicht weg. Der wollte doch nach Hamburg. Das heißt, der musste doch nach Hamburg. Kam irgendwas dazwischen? Eine Patientin? Ist was? Ich weiß, wie hart die Bürokratie zuschlagen kann. Dann schlägt er eben zurück und ich helfe ihm dabei. Endlich Feierabend für heute, ne? Ja, Frau Petschneider. Für Schwester Gertrud und für mich. Der Doktor hat wohl nie Feierabend, was? Sie ist Hamburg. Moin, moin. 32 Patienten. Na, vielleicht werden wir uns bald nach der Arbeit sehen. Was redest du denn da? Kai hat sich übers Internet kundig gemacht. Wenn ein Facharzt nicht diese vorgeschriebene Qualifizierung mitmacht, oder wenn er die Frist nicht einhält, dann kriegt er gleich von der Kasse weniger Geld, ungefähr 10%. Mädchen, mach mir keine Angst. Das heißt, der Arzt muss kräftig sparen. Und woran kann er zuallererst sparen? Am Personal. Feind in sich. Moin, moin, die Damen. Die Sprechstunde ist aber vorbei. Jedenfalls für heute. Das ist dem Amte wohl bekannt. Nur ein kleines Gespräch mit dem Doktor. Nichts Medizinisches. Nikolaus Brenner, Herr Dr. Teschner hat gesagt, ich kann mir hier Praxisräume ansehen. Sind Sie der Physiotherapeut? Der bin ich. Ach, moin, moin, Herr Merz. Moin. Ich habe Sie schon erwartet. Wenn Sie ein paar Sekunden erübrigen würden, es wäre dringlich. Herr Brenner ist auch erschienen. Danke, Herr Dr. Teschner. Moin, moin, Herr Brenner. Schwester Gertrud, wenn Sie so freundlich wären, Herrn Brenner mal die Praxisräume zu zeigen. Dankeschön. Dann kommen Sie mal bitte mit, ich zeige Ihnen mein früheres Reich. Wir telefonieren dann miteinander, Herr Brenner. Gerne. Schwester Ramona, schönen Feierabend. Ich möchte noch mal über einen dringenden Punkt mit Ihnen reden. Ich möchte Ihnen gerne mal was zeigen. Kommen ja, Sie aber mal. Bitte. Bitte. Was denn? Na, kommen Sie. Sie haben sich erkundigt, ob ich wirklich in Hamburg war. Was heißt erkundigt? Es ist mein legitimes Recht als Ressortleiter. Ich habe eine Patientin vom Absturz bewahrt. Diese Chance habe ich natürlich genutzt. Wir als kassenärztliche Vereinigung, wir müssen die Fortbildung der Ärzte absichern. Das gehört zu unserem Aufgabenbereich. Bitte. Steigen Sie ein. Bitte.
Ich zeige Ihnen was. Was mir bei Ihrer kassenärztlichen Vereinigung wahrscheinlich keine Punkte bringt, aber... Sag mal, Uli, dieses Symposium in Hamburg morgen, musst du da hin? Du weißt genau, mir fehlen noch 8 Punkte. Ja, es ist nur so, morgen fahre ich doch. Mir will es immer noch nicht in den Kopf. Du siehst aus. Uli, die nächste Patientin wartet. Warte mal. Ich könnte auch meine Kollegin, mit der ich jahrelang gut zusammengearbeitet habe, einladen zum Essen. Heute Abend. Mit Jeanette und Benny? Selbstverständlich. Und Albert? Ah ja. Brauchen wir jetzt schon einen, der auf uns aufpasst? Nein. Das mache ich schon selber. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Rüll hier mal nicht so rum. Ist es schlimm? Können Sie sich bewegen? Ja, ja, kann ich. Na, geht schon wieder. Danke, junge Frau. Oh Gott, Ihr Arm, der blutet ja. Ach, ist nicht weiter schlimm. Kommen Sie, ich lade Ihr Fahrrad auf meinen Wagen und dann bringe ich Sie zum Doktor. Herr Merz, nehmen Sie doch noch mal Platz. Dauert ein bisschen. Danke. Den Schlüssel zur Herrentoilette. Wenn ich den haben dürfte, bitte. Ja. Dankeschön. Tag, Frau Wegner. Das ist wieder ein Wetterchen heute, was? Tag, Herr Merz. Ja, ja, ein Wetterchen. Endlich mal ein Mensch mit guter Laune. Ein falscher Hund ist das. Weißt du, warum er den Schlüssel zur Toilette wollte? Warum wohl? Irrtum. Er kontrolliert, ob genügend Papierhandtücher bereit liegen. Kommt von der Kassenärztlichen Vereinigung. Ach, Sachen gibt's auf der Welt. Petersen, was ist denn passiert? Ein kleiner Unfall mit dem Rad. Ich sag schnell dem Doktor Bescheid. Den Schlüssel zur Toilette, bitte. Hallo, Schlüsselausgabe. Vielen Dank nochmal. Geht jetzt schon. Gern geschehen. Grüß Kai. Mach ich. Hab ich richtig gehört? Der Pferdehof ist dir scheißegal. Kannst mir sowas nicht erzählen. Katrin jedenfalls ist durch bei mir.